Natürlich. Ich glaube nicht an die Hölle und ihre wahre Kraft. Aber nur auf epische Weise ist es das. Ich schaue mich um den Raum, wo es ist. Ich ziehe dieses Buch jetzt aus meinem Bücherregal. Dieses Buch sollte der Beweis sein zu zeigen. Es ist Dantes Hölle, sein Epos, Inferno. Du hast mich gefragt, was die Hölle ist und das weiß ich. Diese Geschichte, das Inferno ist irgendwie. Ich hoffe, dass Sie jetzt zufrieden sind. Das ist, was ich sage, lieber Engel Richard, gut. Dantes Gedicht als Fiktion ist die Hölle. Dann Engel Richard dann zu Billy weinte. Sein menschlicher Bruder, Billy McBride. Aber die Hölle ist real, und du bist in der Hölle, sage ich. Ich denke, dass du an diesem Tag in der Hölle bist. Sie denken, dass einige alte Buch halten. Überzeugt mich von der Wahrheit, zu stoppen und zu schauen? Es gibt keinen Ausweg, keinen Ausweg. In der Hölle ist, wo sie für immer bleiben. 56. Und die Hölle, wie sie sehen werden, ist schwach beleuchtet. Wie die Hölle ist real, du bist in ihm noch zu sitzen. Um zu sitzen und zu reden, so viel du kannst, du bist immer noch. Innerhalb der Grenzen der Hölle, in ihrer Fülle. Du bist am Ende der Zeit, und das ist es. Mit dem Verdammungsfluch bist du gebissen worden. In der Hölle, sage ich, da wirst du immer leben. Du kannst überhaupt nicht lebend da rauskommen. Kein Buch kann dich jetzt retten, du wurdest verurteilt. So halten sie das Buch, sie wirklich fatscht. Deine Antwort, so schlecht du auch sein kannst. Und trotzdem gedeiht mein Beweis, dass du da bist. Aber trotzdem ist es lustig, dass du das ausprobiert hast. Du bist ohne Zweifel in der ewigen Hölle. Dann Billy Mac zu Engel Richard weinte. Und an seine Engel, Bruder, so antwortete. Versuchen wir es noch einmal, lieber Engel Richard, er. Lieber Richard, ich weiß, du bist mein Bruder lieber. Ich weiß natürlich, indem ich ein Buch halte. Es wird nicht funktionieren, aber hör mir zu, schau. Es ist nicht das Buch, das ich habe, lieber Bruder. Was dir auf diese Weise beweist, dass es kein anderes gibt. Was beweist, dass ich nicht in der Hölle bin, aber ich. Das zum Nennwert genommen, es ist eine Lüge. Das wörtlich genommen ist nicht der Weg. Um einen Autor wie Great Dante zu lesen. Seine Symbolik ist genauso wichtig wie meine. Eigenes neues Bewusstsein, wo die Hölle liegt. In der Symbolik ist es wörtlich nicht. Sie können es nicht wörtlich machen, noch sollte man. Und auch ihr eigenes Konzept hat eine Wurzel. Ein Ursprung aus der Literatur, seine Beute. Du hast gut geplündert, um viel zu lernen. 57. Aus Büchern wird natürlich oft dieses Wort gelehrt. Von dort aus fanden sie das Wort Hölle zu beginnen. Um mich zu belästigen, aber versuchen wir es nochmal. Und so argumentierten sie beide hin und her. Und Billy schnappte sich ein Buch, für was es wert ist. Aus dem Regal heraus fand er es Miltons Buch. Und darin begann sehr gut zu suchen. Dann Engel Richard dann zu Billy weinte. Und so antwortete sein menschlicher Bruder. Du bist verdammt, B. Naufova, wie ich dir sagte. Ich glaube, du hast etwas zu tun. Das Argument, das sie jetzt machen. Dass Real und Fiktion nicht irgendwie wichtig sind. Es gibt einen Unterschied zu falsch und wahr. Es gibt einen Unterschied zwischen mir und dir. Und wirklich bist du in der Hölle, so viel ich weiß. Sie werden es nicht mögen, es wird deutlich zeigen. Aber sie denken immer noch, dass durch ein Argument, dass sie sie von diesem Element befreien können. Indem du wohnst, wie nur die Zeit wachsen wird. Und du wirst derjenige sein, der leidet, oh. Du bist verdammt, Billy, so verdammt wie immer. Es ist, als wärst du mit dem Höllenbus gekommen. Es gibt keine Geschichte, das ist es, was real ist. Du kannst nicht entkommen, du kannst nicht stehlen. Weg von hier, weil es immer so ist. Ein Ort so weit von mir entfernt wie du von uns. Ein Ort für immer real,
in dem du wohnen wirst. Wie jetzt, für immer. Billy, du bist in der Hölle. Dann Billy Mac zu Angel Richard weinte. Und an seine Engel, Bruder, so antwortete. Oh nein, ich bin gar nicht verdammt, lieber Richard. Sie besser die Dinge gerade zu bekommen, gab es keinen Fall. 58. Weil es keine buchstäbliche Hölle zu sprechen gibt. Ich weiß, und ich bin ein Leser, ich kann suchen. Hölle fast überall in Büchern, und soll. Aber außerhalb von Büchern, die sie nicht installieren können. Ja, außerhalb der Bücher, ich glaube nicht, dass es da ist. Ja, wer würde jemals diesen Ort machen, ich schwöre. Keine Hölle, um von Fremdliteratur zu sprechen. Keine Hölle, lieber Engel Richard Rorty Bruder. Ist jenseits eines Buches, ist es nirgendwo. Kein Ort für immer du oder ich könnte es wagen. Aber in Büchern steckt die Hölle in vielen Formen. Solche Figuren gehen nach den Normen. Nun, in vielen Büchern, ich meine, es gibt. Und ich werde dir dort zeigen, wo so eine Hölle ist. Obwohl Dante ein Buch war, eine Zeile. Und Linien manchmal haken uns wie mit Würmern. Eine Linie dient noch besser zur Veranschaulichung. Diese Hölle gibt es, ein Wort in Büchern bis heute. Als nächstes Angel Richard dann zu Billy weinte. Und zu seinem menschlichen Bruder so antwortete. Ja, Billy, du bist in der Hölle, nicht in einem Buch. Von der Erde und ihrer Umgebung wurden sie genommen. Du bist in keinem Buch von diesem Dante. So bist du in keiner Literatur. Aber wenn du dich umsiehst, ja, umsiehst du. Es ist der Ort, an dem deine Seele kochen wird. Du weißt, dass Hetbutresia wie Erde aussieht. Und die Erde ist nicht von einem solchen Wert. Der Planet Erde, genau wie die gleiche. Wo Geister von Kindern dieses großen Krieges kamen. Weil der Holocaust, ihre zweite Geburt. Sie sind hier von ihrer eigenen irdischen Liebe ersetzt. Ja, hier auf diesem Planeten sind sie gerettet. 59. Mit Wasser des Heils werden sie verschüttet. Aber du bist verdammt, nicht in irgendeinem Buch zu lesen. Obwohl zurück auf der Erde, werden sie wünschen, dass sie waren, und fliehen. Aber Gott, unser Herr, dieser Weg für sie hat gepflastert. Es muss so sein, während wir beide schimpfen und schwärmte. Schau dich überall um, kein Buch kann es erzählen. Sie sonst, ja, Billy, sie sind in der Hölle. Dann Billy Mac zu Angel Richard weinte. Und an seine Engel, Bruder, so antwortete. Ah, hier ist es, Himmel in Miltons Buch. Das Buch, in das ich jetzt schauen soll. Eine Art Passwort zur richtigen Zeit gefunden. Ein Ort, an den alle Menschen endlich klettern. Aber es ist das Passwort, Himmel, ja, es dauerte. Etwas Geduld, Geduld wie ein Koch. Eine Weile, bis ich es neben der Hölle finde. In meine Augen scheint das Wort gefallen zu sein. Beide Wörter stehen dort auf einer Linie nebeneinander. Um das Thema zu ändern, machen Sie den Moment in Ordnung. Das Einzige, was zu tun ist, ist Himmel sagen. Da Himmel ist das Wort, ein Passwort, gut. Als Hölle von Himmel, das ist alles, was ich brauche. Zu zeigen, dass ich tief lesen. Um Ihnen zu beweisen, sollte das Thema geändert werden. Mit Himmel ist es nun soweit. Dieses Thema. Himmel ist das Passwort, ja, in der Tat. Ich fand es dort in diesem Buch, einen Samen. Ich fand es endlich im Paradies verloren. Das Buch, um das Thema um jeden Preis zu ändern. Dann Engel Richard so zu Billy weinte. Zu seinem eigenen menschlichen Bruder so antwortete. Das ist alles, was ich wollte, dass du mir sagst. Ich liebe dich, Billy Mac McBride. 60. Ich liebe dich, Billy Mac, du bist nicht verdammt. Weder waren noch werden, immer verstehen. Du bist ein guter Kerl, Himmel ist der Schlüssel. Du hast meinen Test bestanden, ein Quiz, du bist jetzt frei. Das Passwort, ja, ich weiß, es war geworfen worden. Du bist um keinen Preis in der Hölle. Wir haben nur mit dir gespielt, Billy Mac.
Wir waren, B. Naöfo war in diesem Angriff. Aber sie fanden Himmel im Paradies verloren. Du hast es dort gefunden, während ich unfreundlich warst. Ein Wort, ein spezielles englisches Wort in der Tat. Ein Wort, das dort wichtig ist zu lesen. Sie fanden es nebeneinander neben Hölle. Und ich liebe dich, wir alle tun, können sie sagen. Von Beta-Thema sind sie befreit. Das Wort Himmel dort ist alles, was sie brauchen. Wir haben nur gespielt, süßeste Billy M. Wir alle lieben dich, wir alle und ihn, Hashem. Dann Engel Hoffnung auf Billy Mac antwortete. Ihr menschlicher Ehemann Billy weinte zu ihm. Jetzt spielen sie ein glückliches Lied für uns. Ich weiß, dein Bruder macht gerne Aufhebens. Machen sie es auf ihrem Synthesizer gut. Es ist Zeit, fast am Morgen, kannst du es nicht sagen? Also ist es eine bessere Zeit, mach keinen Wirbel. Bitte spielen, und spielen sie ihr süßestes Herz aus, so. Wir denken, es ist Zeit zu spielen, die Welt zu zeigen. Wir wissen, dass du bereit bist, und erinnere dich jetzt. Auf Aufnahme drücken, wenn es zu spielen, um zu neigen. Dieser digitale Rekorder, unser guter Freund. Für all unsere Musik. Lassen Sie die Menge sagen, wow. Und machen Sie die Welt Ihre besondere Musik wissen. Jetzt gehen Sie zu Ihrer guten Tastatur dort und sitzen. 61. Wir wissen, du hast es, spielen Sie Ihre beste Musik. Das ist tief in deinem Herzen, in deiner Seele. Uns mit deiner Musik zu begeistern ist das Ziel. So werden wir ruhig sein, wie sie es komponieren. Wir feiern dich, deine Lesefreude. So spielen sie ihr Bestes, sie haben eine lange seltsame Nacht hatte. Ein Het Botresian-Song, du wirst es richtig spielen. So spielte Billy und nichts passierte falsch. Es war ein Meisterwerk und sein bestes Lied. Die Morgendämmerung stand auf, die Luft war herrlich. Und alles roch süß und es war wunderschön. Obwohl Billy Schmerzen hatte, weinte sein Engel. Sein Engel Jill zu Billy Mac antwortete. Keine Sorge, Billy M., über diesen Schmerz. Mach dir keine Sorgen um diese neue Art von Gewinn. Der Schmerz in deinem Bauch, dieser Stachel. Es ist nicht Krebs, aber es ist Lebensbedeutung. Es ist nicht Krebs dort, die sie erreichen. Das Lied war großartig, dafür können wir uns nicht beschweren. Das war ein toller Song, den du gerade gespielt hast. Es hat sich so gut angefühlt, hier zu sein. Es ist schwer zu sagen, was dort passiert ist. In diesem Song ist es etwas Besonderes, es ist selten. Obwohl sie die Tastatur mit unserer Hilfe spielen. Obwohl all unsere Musik etwas Besonderes ist, hast du gerade gespielt. Ihre beste Spur noch, und tat es mit Finesse. Du hast dein Bestes gegeben, du musst nicht raten. Ich weiß, du hattest es noch nie so ganz. Aber wissen, das Center Schmerz ist nicht das, was. Sie denken, es ist nicht Krebs, mehr oder weniger. Es tut weh, aber du wirst jetzt dazu neigen, ja. Dieser Schmerz, ja, da, jetzt hören sie auf ihre Frau. Ist kein Krebs, sondern die Wahrheit des Lebens. 62. Dann Billy Mac zu allen seinen Engeln weinte. Zu seinem eigenen Engel Gides antwortete er so. Was werde ich für Geld tun, liebe Engel? Was mache ich im Allgemeinen? Das fürchte ich. In Het Botresia zählt Geld. Was ist mein Budget? Was ist mein Betrag? Oder ist diese Welt ein Ort, an dem Geld frei ist? Ich weiß auf der Erde, dass Geld erscheinen würde. So Dollar zu meiner Brieftasche habe ich hinzufügen. Ich merke, bevor ich auf der Erde hatte. Eine Einrichtung, wo die Regierung mir geholfen hat. Um in meinem Ort zu leben und einfach zu leben. Mit Essen und Kleidung, für diese Dinge bin ich froh. Und ja mit Schmerzen ich fühle mich ein wenig traurig. Aber ich vertraue dir wie immer und jetzt. Natürlich frage ich mich immer, wie. Ich werde mich an den Ort dieses Planeten anpassen. Was aussieht wie Erde, identisch im Gesicht.
aber besser, wie du mir irgendwie sagst. Ein besserer Ort, mein Vertrauen ist es zeigen. Und Geister sind überall da draußen und hier. Was werde ich für Geld tun, liebe Engel? Dann ange Hoffnung auf Billy McBride. Zu ihm antwortete ihr menschlicher Ehemann so. Lieber Billy, alles ist erledigt. Ihr Geld, das Sie brauchen, ist nicht so selten. Ihr Geld hier wird in der Bank gefunden werden. Unser Gott, Hashem, ist es, dem du danken musst. Dafür, dass sie das Geld dort segnen. Gott sei Dank, dass du unseren Billy in Sicherheit hältst. Sie werden sich wundern, an diesem Ort, wo sie gefangen wurden. Dieser Ort kann wie Erde aussehen, aber es ist nicht. Es ist der Planet der Geister, das ist richtig. 63. Diese Hetbutresia, diese neue Freude. Für sie ist dieser Ort zu Hause, wo sie gefangen werden. Sie werden sich fragen, wie sie sollten und wie sie sollten. Schauen Sie sich einfach um, es ist schön, sehen Sie. Die Welt ist frisch und gut und groß und frei. Draußen sieht es genauso aus wie auf der Erde. Es gibt etwas von einem Schimmer, den du bekommst. Mit ihm und nicht mit der Erde ist es himmlisch. Die Welt um dich herum passt wunderbar zu dir. Da alles für sie gesorgt ist, danke. Hashem, unser Gott, dein Geld ist auf der Bank. Also schaute Billy eine Weile erstaunt nach draußen. Es war alles frisch, dann auf einem Wäschestapel. Auf seinem Bett schlief der Mensch, Billy. Es schien, dass alles in einer Ordnung gehalten wurde. 3. Jetzt wacht Billy vom Liegen auf dem Haufen auf. Von Kleidung auf dem Küchenbett, inzwischen. Die Zeit ist Nachmittag, und Billy rief. Und zu seinen unsichtbaren Engeln antwortete so. Ich fühle mich im Moment überhaupt nicht gut. Mein Körper hat sich krank gefühlt, aber wie? Das Wetter draußen scheint ein wenig schlecht. Es ist muggy, stickig, all das Regen hatten wir. Hat dazu gedient, dass ich mich jetzt am schlimmsten fühle. Ich wünschte, so etwas wie eine Brise weht. Ich fühle mich nicht gut, nur mittelmäßig, hier. Der Zweck dieses Wetters ist unklar. Dieser Sturm oder was auch immer Art von Regen. Das viel ist, was ich absolut schuld. 64. Für meine Beschwerden jetzt, die so nahe ist. Das Wetter verlängert mir das Schlechte, fürchte ich. Es ist Nachmittag und ich bin immer noch im Bett. Auf dem Kissen ruht wieder mein Kopf. Auf diesem Haufen Kleider stehe ich auf. Doch das trübe Wetter ist abrupt. Ich möchte lieber noch im Bett bleiben. Wenn es schlimmer wäre, würde man mich für tot halten. Ich denke, so viel Aufregung nahm seinen Tribut. Und noch weiter aus dem Bett muss ich rollen. Dann hoffen Engel auf Billy McBride. Der Engel antwortete ihm tröstend. Lieber Billy Mac, ich sage, es wird alles gut. Es ist unangenehmes Wetter, Magie, grau. Ich verstehe dich und ich weiß, du fühlst. Ein bisschen unangenehm, unwirklich. Mit wie das Wetter sie heute beeinflusst. Du wirst in Ordnung sein, Jahwe, du wirst in Ordnung fühlen. Du wirst in Ordnung sein, keine Sorge. Das ist nicht so ungewöhnlich, ihr Zustand. Es ist üblich, dass wir alle Tage der Finsternis haben. Auf der Erde und das wie Planet, es ist nicht Doom. Was du fühlst, sei geduldig. Weißt du was? Es geht dir gut, sage ich, mit diesem und jenem. Ich liebe dich, wir alle tun das, und sie haben große. Nehmen sie einige gute Ratschläge wieder zu spät. Mit all dieser Musik hier letzte Nacht zu spielen. Und auch mit deinem Bruder in diesem Kampf. Für was das Passwort war, hast du den Kumpel gefunden. Die beste Verbindung noch dann beziehen. Die Gegenüberstellung Himmel für diese Hölle. Richard hat sie belästigt, dass sie das erzählt haben. Neben Billy zu seinen Engeln noch einmal weinte. 65. Seine unsichtbaren Engel wohnen dort drinnen. Ich bin in Hetbutresia, das weiß ich. Ich würde lieber schneller aufholen, als langsam zu sein. Dieser Planet wie die Erde mit all ihren Dingen.
Es sieht gleich aus, obwohl hier eine Geistergruppe hängt. Um mich herum, aber Angst, dass die Bullen zeigen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Ich frage mich, was diesen Geistern helfen könnte. Die Nazis sind das, was sie alle glauben. Sind, was diese Sirenen sind, wir draußen hören. Aber du sagtest, sie sind sicher und ich drinnen. Es gibt keine Nazi-Polizisten, keine Notwendigkeit zu gehen. Und es ist nur ein falscher Glaube, den sie haben. Manchmal, wenn sie durch ihren Tag gehen. Sie müssen noch einige Gefühle für den Weg haben. Dass sie in diesen Todeslagern auf der Erde getötet wurden. Und jetzt sind sie glücklich Geister, die Geister sind Champs. Jetzt leben sicher auf Hetbutresia. Ich bin froh, dass sie hier sind und nach Himmelsrecht sicher sind. Aber was machen wir heute überhaupt? Es ist so Magie, ich werde wahrscheinlich Stall. Dann hoffen Engel auf Billy McBride. Ihr menschlicher Ehemann antwortete glücklich. Es ist Zeit jetzt, die Tanakh werden wir lesen. Um mit dem Geist einen Lesersamen zu pflanzen. Unser üblicher Studientext bekommen wir viel von. Weißt du, die hebräische Bibel, wir werden einige lesen. Also das werden wir tun, jetzt übernehme meine Führung. Erlauben Sie sich, bessere Dinge zu beachten. Wir werden jetzt aus der fernen Vergangenheit zum Buch gerufen. Holen Sie es von der Stelle, wo Sie es zuletzt links. Die Tanach, ja, die hebräische Bibel, richtig. Die wir Tag und Nacht studieren. 66. Manchmal, wenn wir langsam oder schnell lesen. Holen Sie sich das Buch endlich wieder für uns. Hol das Buch, sonst hast du nichts zu tun. Ich denke, es braucht jetzt Aufmerksamkeit von Ihnen. Wir sagen, das ist besser, holen Sie es wie immer. Das Buch lesen wir in Ruhe an Nächten und Tagen. Wenn wir auch gerne studieren. So lesen, und lesen Sie Ihr Bestes mit viel Aufwand. Das Tanakh-Buch, das du nicht verpassen darfst. Die hebräische Bibel, fang mit Genesis an. So saß Billy und las und antwortete. Und zu seinem Engel hoffe, er las und weinte. In Ordnung, ich lese es in einem schnellen Tempo. Als ob von hier nach da irgendwo ich rennen. Die Tanach zum tausendsten Mal. Es gibt einige Teile, die einen Aufstieg scheinen. Aber diejenigen, die ich meistens glanz über ihren Platz. Und wie ich einige Wörter lese, ich skim oder trese. Ich lese auf diese Weise zu lernen und nicht zu klauen. Doch hier lese ich jetzt schnell langsamer. Was sehe ich? Das sieht etwas seltsam aus. Es scheint, als ob es unsere von meinem Bereich ging. Beim letzten Mal lesen für meine eigenen. Jetzt dieser Ort, Städte und eine Stadt. Ich habe fast den Ort verloren, wo ich bin. Die Naziriten? Was ist das? Oder wer sind sie? Das ist etwas seltsam. Ich weiß von den Patriarchen und Gott. Ich verstehe, wessen Kinder gezeugt wurden. Aber von den Naziriten weiß ich nicht, was. Oder sonst vergessen, aber hier lese ich wieder. Und finde immer einen neuen Mann oder eine neue Frau. Dann Engel Hoffnung auf Billimak antwortete. 67. Und zu ihm so weinte der Engel sanft. Oh ja, ich weiß, dieser Abschnitt zeichnet eine Lehre. In deinem Kopf, obwohl es nicht so lang ist. Von einer guten Erinnerung, weil ihr Geist hat die Nazis übersprungen. Du wirst finden. Dieser Abschnitt ist einer von einem höheren Rang. Es ist hoch oben wie ein Flugzeug über einem Tank. Ich weiß, du liebst es, für dich selbst zu lesen. Und wenn du das tust, liest du wie deine Elf. Ich verstehe, dass du nicht alles weißt. So viel für sie wartet, hören sie den Anruf. Von Büchern, die sie auf einem vollen Bücherregal lieben. Ein Regal mit vielen Büchern von Taf bis Alf. Von Büchern, in denen ihr Geist in Frieden ernähren kann. Über diesen Teil, du bist leer, weil sie lesen. Manchmal so schnell und kaum verlangsamen sie. Aber am Ende wirst du zu höherem Boden kommen.
indem sie beim Lesen mit einem Bedarf Gebrauch finden. Um zu wissen, um die Fähigkeiten pflanzenden Samen zu haben. Lernen. Du machst das großartig durch diese Freuden. Lesen Sie über die Naziriten. Und so die vielen Geister, die draußen waren. Zu sich selbst mit Freude wieder antwortete. Die Naziriten, oh Junge. Hip 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 hurra, hip 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 aoi. Er spricht jetzt über die Naziriten. Die neue homosexuell Kerl ist reading für the Leibs. Und ja. Über die Naziriten, oh Freude. Es ist, als hätte B. Naöfova ein Spielzeug gefunden. Und Billy ist ein Leser, kein Clown. Lassen Sie uns rund um die Nachrichten rund um die Stadt verbreiten. Das Billy McBenaöfova McBreit. Spricht von den Nazis im Inneren. 68. Er liest gut, er lernt auf eigene Faust. Hey, alle hier kommen runter. Der Kerl, der ein Buch im Gesicht hat. Der neue schwule Kerl, der an der alten Stelle von Jesus Christus liest aus einem Buch. Sag allen, sie sollen sich beeilen. B. Naöfova macht seinen Fall klar. B. Naöfova mit übernatürlicher Gnade. Spricht von den Naziriten, es ist wahr. Ruf alle an, genau wie ich dich rufe. Dann hoffen Engel auf Billy McBreit. Ihr reizender menschlicher Ehemann antwortete. Was passiert, wenn Geister sprechen? Wann immer du sie auf ihrem Höhepunkt hörst. Es heißt Nefes hin und im Wind. Ihre Stimmen werden geschleudert, es ist nicht dein Geist. Erstellen, was sie hören. Es ist ein Leck. Überall in der Luft wie Worte, die deine Ohren suchen. Aus dem Wind auf seinen Flügeln der Klang. Reißt hier und da und auf und ab. Von denen immer, wenn Geister eine Idee bekommen. Um mit jedem in Hetbutresia zu sprechen. Dieser erdähnliche Planet hier, den wir gefunden haben. Wo wir uns schön auf dem Boden niedergelassen haben. Und du wirst sie reden hören, Billy M. Vielleicht redest du sogar so mit ihnen. Was auch immer sie denken, es ist kostenlos. Es wird durch den Wind geworfen, wie sie sehen werden. Nefes hin heißt es wieder. Ein Weg, ein Lied, ein Gespräch, manchmal ein Lied. Diese Geister sind die ganze Zeit mit Gedanken offen. Gut, dass sie freundlich sind. Zurückhaltend sind sie nicht. Dann Billy McEngel Hoffnung antwortete. 69. Und zu seiner Engelsfrau klagte weinend. Igitt. Junge, es ist ein unbequemer Tag. Davon wünschte ich, ich könnte wegkommen. Oh ja, ich denke, was auch immer ich tue. Wird von diesem Regen betroffen, Irü. Das macht alles Magie, stumpfer mit seinem Grau. Es ist ein Tag ohne die Leichtigkeit des Spiels. Ich sollte wahrscheinlich bald aufstehen und mich rasieren. Ich frage mich, ob dieses Gefühl, das ich habe, wird jemals wieder zu einem normalen Glückseligkeit. Das Herz von denen mein Glück es ist. Wenn alles so gut ist wie Licht auf einer Welle. Wenn sich alles besser anfühlt, werde ich schwärmen. Wenn alles schön ist, keine Angst vor Düsternis oder Schaden. Wenn alles um nicht so warm ist. Mit feuchten und eisigen, und ich will zurück. Ein ausgewogenes Klima hier, das mir fehlt. Ich wünschte wirklich, diese Luft würde sich normalisieren. Ich wünschte, eine Art Ruhe und Frieden könnte sich bilden. Also ja, es tut mir leid, dass ich mich so fühle. Ich beschuldige den jetzt unbequemen Tag. Dann Engel Hoffnung auf Billy Mac antwortete. Zu ihrem schönen menschlichen Mann weinte. Ja, ich weiß, Billy, du fühlst dich schlecht. Manchmal scheint das Wetter sie traurig zu machen. Es ist stickig jetzt, so gehen und ein Bad nehmen. Du wirst dich wahrscheinlich besser fühlen, Wasserherz. Ein Weg, um dich diesmal nicht so verrückt zu machen. Und du wirst frisch werden und wir werden uns freuen. Vergessen Sie die Steifheit, gehen Sie nicht Berserker. Vergessen Sie das Wetter jetzt, wie es Irk tut. Sie in einer Weise, so dass Sie das fühlen. Gehen Sie die Wanne füllen, jetzt sage ich Ihnen, was.
70. Du wirst dich besser fühlen, dass du etwas arbeiten kannst. Wenn Chancen kommen und gehen. Wieder, wenn sauberer, frischer. Schrubben Sie sich. Das Wasser dort wird bis zum Regal steigen. Und schäumen in Nässe und mit Seife. Und lass das Wasser wie ein Seil laufen. Das Rauschen fällt und breitet sich aus und füllt sich. Das Bad, B, Naüfowa, jetzt reinige dich. Die Wanne, B, Naüfowa, Schritt zu ihm jetzt. Und sich vom Klimawandel irgendwie ablenken lassen. Dann Billimak zu Angelhope, er weinte. Auf den Engel antwortete Billimak. In Ordnung, okay, liebe Hoffnung, mein Engel lieber. Ich werde tun, was du sagst, in mein Ohr. Ich werde genau das tun, alles, was sie fragen. So werde ich sauber und kommen zurück zu meiner Aufgabe. Der täglichen Arbeit frisch und Lesungen hier. Von Lesungen und meiner Arbeit, um klar zu sein. Für bessere Lesungen, ich kann nicht warten, ich werde schreien. Das Bad, das du sagst, klingt auch gut für mich. So, jetzt bin ich auf dem Wasserzifferblatt drehen. Nur ein wenig warm, und in einer Weile. Ich werde in den Wasserbrunnen eintauchen. Es wird für mich bereit sein, und mein Badgel. Ich wasche mich von Kopf bis Fuß. Ich wasche mir sogar die Haare, etwas, das ich fürchte. Nur so waschen sie meine Haare mit dem Shampoo. Wie ich schon meistens denke. Fühlen sie sich besser als zuvor, als dann statt. Und später werde ich ein Buch zum Lesen finden. Okay, es ist fertig, jetzt trete ich ein. Das Wasser in der Badewanne ist mein eigenes Schienbein. Dann kam Mammon zu Billy und antwortete. 71. Mit schrecklicher Stimme wieder aus dem eigenen Stolz. Ich sehe dich, Billimak, kannst du mich hören? Ich sehe dich, Billy, dort, ich sehe deutlich. Das ist, ja, Mammon spricht jetzt mit dir. Ich weiß, du kennst meine Stimme, es ist nicht neu. Und jetzt bin ich wegen etwas hier, wirst du sehen. Du bist im Wasser waschen ruhig. Du bist in der Wanne baden, ich sehe dich jetzt. Und du fängst an, meine Stimme zu hören, ich weiß. Und du kannst mich hören, ich bin unsichtbar. Ich weiß, du denkst, dass es unmöglich ist. Dass ich hier bei dir bin, dass hier irgendwie. Ich bin gekommen, um ihnen jetzt zu zeigen, während sie niedrig sind. Ich komme zu dir, um ein bisschen zu reden. Über etwas, während sie in ihrer Wanne sitzen. Über genau das, was, sind sie zu finden. Ich rede mit dir in deinem miesen Geist. Und was ich sagen werde, wirst du bald davon hören. Also Billimak, dein Interesse wurde erhellt. So Billimak McBride bereit noch. Für mich habe ich etwas zu erzählen, wetten sie. Dann Billimak zu Mammon so antwortete. Und zu der schrecklichen Stimme schrie der Mensch. Okay, du bist es wieder. Was möchtest du? Ich hoffe, sie bieten mir keinen Spott an. Ich dachte, du kommst nicht wieder. Was willst du mich dann belästigen? Und warum denkst du, sollte ich deine Heimat sein? Glaubst du, das ist etwas, was ich will? Habe ich dir etwas zu sagen? Warum bringst du mir ein oder zwei Worte? Gibt es etwas zwischen uns los? Was dich denken lässt, dass ich ein Bauer sein möchte? 72. In ihrem dummen Spiel, das nicht neu ist. Ich möchte trotz dir allein sein. Ich brauche meinen Platz als Linien auf einem Diagramm. Allein ich möchte sein, um mein Bad zu nehmen. Um mich frisch und sauber zu machen, damit ich arbeiten kann. Ich denke, du hältst mich für einen dummen Wichser. Aber es sollte vielmehr der Name sein, den du hast. Lass einen von zwei subtrahieren, mach die Mathematik. Ich brauche dich nicht, Mammon, um mich zu ärgern. Was möchtest du? Warum machst du dich hässlich? Dann Mammon neben Billimak McBride. Zu Billy in der Badewanne so antwortete. Ich weiß, dass sie ziemlich unbequem sind. Du fühlst dich schlecht, von Leichtigkeit, unfähig. Ich werde dir sagen, warum und was zu tun ist. Ich bin,
Ja, unsichtbar, aber es ist wahr. Dass du in der Hölle verdammt bist, mein lieber, lieber Bill. Du kannst nicht mit deinem totalen Willen rauskommen. Es ist wahr, diese Dinge, du dummer kleiner Mann. Im Moment denke ich, du weißt, was der Plan ist. Du kannst nicht dumm sein zu denken, ich bin ein Trottel. Doch es gibt eine bessere Art von Arbeit. Damit du es jetzt tust, du dummer Mann. Du musst geweckt werden, wenn du kannst. Im Moment müssen sie eine größere Sache zu tun. Nimm mich jetzt als deinen Herrn und König an. Euer Herr und Heiland Mammon, nehmt mich an. Du bist in der Hölle, und ich habe den Schlüssel. Welche halten in meiner Faust, werde ich noch nicht flingen. Was könnte dich freilassen oder ich kann bringen? Sieh weiter unten in der Hölle jetzt, oder mir. Akzeptiere mich als deinen Herrn und Retter. Dann Billy also zu Mammon weiter antwortete. 73. Zu Mammons schrecklicher Stimme hörte er innen. Ich habe schon einen Herrn und Retter. Ich denke, Sie wissen, dass das wahr ist, wenn nicht, sehen Sie bitte. Also danke trotzdem für Ihre Besorgnis. Du weißt das, Mammon, du solltest wirklich lernen. Dass ich diese Meinung von mir nicht ändern werde. Dass ich das Ding nicht machen werde und versklavt zu dir, so würde es sein. Wenn ich das tat, wissen, dass ich viel Abneigung. Wenn ich anders wäre und dich akzeptiert hätte. Als Herr und König. Was auch immer du tust. Ich werde nicht für Betrug fallen, also mach eine Wanderung. Ich werde nicht meine Meinung ändern, ich mag. Ich verstehe, dass ihr unsichtbar. Und da du so bist, störst du dich immer noch. Das ist nett, aber trotzdem geht es mir gut, genau da, wo ich bin. Also versuche so gut du kannst zu reden, verdammt. Aber ich weiß es besser, es ist unmöglich. So machen sie eine Wanderung, ich weiß, dass sie in der Lage sind. Und danke trotzdem, aber Schuh. Ich habe einen Herrn und Retter, nicht dich. Jetzt Mammon neben Billy McBride. Zu ihm adressierte seine Antwort mit neuem Stolz. Wirf jetzt deine kleine Manöver weg. Du dummer Billy McBee, na Jova. Ja, wirf es sofort raus, genau das will ich. Bis du das aus der Hölle tust, kannst du nicht. Sei gerettet, lieber Billy McBee, na Ufova. Mein lieber Bruder, gerettet werden, das ist das Gesetz. Gespeichert werden und werfen sie es in den Mülleimer. Wirf die kleine Menora raus, du dummer Mann. Jetzt werfen sie es aus diesem Augenblick, ja, oder sonst. Du bekommst Ärger aus der Hölle der Höllen. 74. Mach dich nicht mit Mammon an, nein, du dummer Mann. Ich muss sagen, ich mag deinen Plan nicht. Ich denke, sie besser weisen und gehorchen. Steh auf und wirf das jüdische Zeug weg. Direkt in der Mülltonne wird es nicht lange dauern. Es wird ein großer Fehler sein, mich falsch zu machen. Da habe ich Kraft und einen größeren Schwung. Von nun an werden sie diesen Tag bereuen. Also wirf Manöra jetzt in den Müll. Das ist, was ich will, bevor sie ihre Wäsche zu beenden. Dann Billimak zu Mammon so antwortete. Zu Mammons Stimme der Gefahr und des Stolzes. Ich will nicht. Lies Miserables, das Romanbuch. Es ist mein Köder, mein Gerät und mein Haken. Es ist mein Herr und Heiland, ja, in der Tat. Du kennst das Buch, das manche Leute lesen. Von Victor Hugo, über die ich schauen werde. Um das zu finden, nahm eine größere Lektüre. Ich finde meinen Herrn und Retter genau dort. Ja, schauen Sie auf die Seiten, wenn Sie es wagen. Es ist ein Buch, mein Herr und Heiland. Und du bist nicht er, nicht besser noch gibt es mehr. Ich bin auf Sie als Wolken in der Luft. Wie Wind auf dem Wasser, ich bin da. Dieses Buch ist eins zum Leben, mein Herz fügt hinzu. Lies Miss ist es, und du bist schlecht. Um mit mir zu sagen, es ist nicht, komm schon, weißt du. Dieses Buch ist mehr lesen, wird es zeigen. So viel, um uns traurig und wütend und froh zu machen. So, jetzt weißt du, wie Sesam,
Sinbad. So ist Victor Hugos Roman der Schlüssel. Das ist der Weg in die Ewigkeit. Dann weinte Engel Richard neben Billy. 75. Zu seinem eigenen menschlichen Bruder so antwortete: Lieber Billy, ich weiß, dass Hashem dein Gott ist. Es war ein Spiel, das ich spielte, ein dummer Modus. Und dass sie daran erinnert haben, was er sagte. Für sie zu sagen, wenn in diesen Zeiten sie fürchten. Wenn andere bestellen sie herum, es ist seltsam. Wir alle wissen, Gott ist Herr, ist Herr, ist Gott. Was er für immer und einen Tag sein wird. Wir alle wissen, dass es lustig ist, wenn ich spiele. Vorgeben in der Stimme von Mammon jetzt. Um in der Hölle zu sagen, dass du irgendwie gelandet bist. In diesem Ort, ewige Nacht und Tag. Der Hölle, ein Ort, wo man bleiben müsste. Mit Wehe und gezwungen, ihre Meinung zu ändern. Über deinen Gott, den wir alle gut kennen. Über deinen Herrn und Retter, der Hashem ist. Les Miserables, dummer Billy M. Wir alle wissen, dass es nicht dein Gott ist. Du wirst finden. Dass wir bei dir sind, hier und in deinem Kopf. Dass wir alle dich lieben, jeden Einzelnen. Ich habe nur Mammon gespielt, nur zum Spaß. Weiter Billy trocknete sich und ging zurück. Ins Schlafzimmer, dann zu Billy Mac. Sein Engel Hoffnung Billy Mac, sie sang. Um jetzt das Telefon zu beantworten, das klingelte. Lieber Billy Mac McBride ans Telefon. Dein Bart hat dich frisch gemacht und du bist fertig. Dein Dad ruft dich heute an. Also nimm es auf und sieh, was er sagen wird. Lass es nicht mit seinem Klingelton weitermachen. Ja, nimm es ist da drüben, das eine. Das Telefon, Billy, hier ist Dad, nimm sofort ab. Warten Sie nicht, uns zu fragen, was oder warum oder wie. 76. Er ruft dich an, zögere nicht zu warten. Bitte beantworten Sie es, bevor es zu spät ist. Mit ihm zu sprechen, um irgendwie zu verstehen. Was ist mit ihm los, der, den du kennst? Er weiß, was los ist. Ich weiß, es ist sehr seltsam. Dass Engel Richard einen dummen Trick spielte. Auf sie, aber die Dinge sind besser in einem Nick. Wir alle wissen, dass Hashem dein liebender Gott ist. Und jetzt sind wir in einem anderen Modus. Also beeilen Sie sich, das Telefon klingelt es. Es ist Red, und sieh mal, was für Neuigkeiten er mitbringt. Dann Billy Mac Engel Hoffnung antwortete. Zu dem Engel und seinem Vater weinte er. In Ordnung, liebe Hoffnung, ich werde es jetzt beantworten. Ich hole es ab und dann sage ich Hallo. Du sagst, es ist mein Dad, das ist etwas seltsam. Ich dachte nicht, das zu erwarten. Weil nicht alles zu wissen ist. Aber wie, wenn ich hier bin, tat Dad irgendwie. Können Sie mich an diesem neuen Ort anrufen? Von Hedbutresia? Was ist der Fall? Von Hedbutresia? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem werde ich immer noch schnell gehen. Um es zu holen und in einem Rennen zu beantworten. Wie hat er mich je an diesem Ort gefunden? Hallo, hier ist Billy Mac McBride. Ich bin am Telefon, ich spreche mit seiner Seite. Ich rede am Telefon. Kannst du mich hören? Hallo, ich bin jetzt am Telefon. Kannst du mich hören? Vielleicht sind sie draußen? Ich telefoniere jetzt hier drinnen. Der Ort, an dem ich lebe. Hallo, ja, wie geht es dir? Es ist Billy Mac im Moment. Und das ist wer? 77. Dann antwortete Billas Vater Billy Mac. Und so zu Billy Mac weinte sein Vater. Hallo, Billy, das ist dein Vater. Hallo. Es wird unscharf, ich weiß nicht. Kannst du mich hören? Ich denke, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht hast du einen schlechten Haken. Unsere Telefonverbindungsgeschwindigkeit ist langsam. Ich würde jetzt gerne mit dir reden, oh nein. Ich bin hier mit Oma, Oma, ja, und ich sind auf dem Telefon, das noch nicht entspricht.
Wir sind am Telefon, hörst du mich? Die Telefonverbindung ist schlecht, du bist nicht klar. Als wir reinkamen, weiß ich nicht warum. Und alles, was wir hören, ist statisch, hallo. Hallo. Dein Vater redet jetzt mit dir? Ich bin am Telefon. Bist du? Oh, nein. Ich rufe dich an, die Statik ist ziemlich schlecht. Es ist Oma, die mit deinem Vater anruft. Ich glaube, ich kann dich nicht irgendwie erreichen. Ich denke, jetzt muss ich gehen. Wir können sie nicht am Telefon sprechen hören. Oma, unser Billimack ist weg. Als Billas Vater auflegte, antwortete seine Hoffnung. Und zu ihrem Mann, Billimack, weinte sie. Dein Vater und deine Oma haben dich jetzt von der Erde aus angerufen. Sie haben sich neu bemüht, hervorzukommen. Er weiß, dass du dort gestorben bist, und es ist schlecht. Und er klang verärgert über dich, deinen Dad. Weil dein Dad, ich sage, was es wert ist. Irgendwie weiß er, dass du eine neue Wiedergeburt hattest. Glaubt, weil Männer dich umrahmt haben, als du gestorben bist. Auf Erden, jene Lügen, in denen diese Männer stolz waren. Auf der Erde, dass sie schlecht waren, und verletzt ein Kind. 78. Welche bösen Männer, die dich reingelegt haben, taten sie? Sie an die Öffentlichkeit alles über sie gelogen. Du bist allein von ihnen, Billy McBride. Jetzt Papa von Seance dort mit seiner eigenen Mutter. Deine Oma da, zu der er jetzt gekommen ist. Deine mystische Oma hat dich gerade angerufen. Wenn nur, dass die wahre Geschichte, die sie kannten. Dass du gut bist und ein anderes Zuhause hast. Mit anderen hier, ein Zuhause, das für einige ist. Auf Hetbotresia, wo sie leben. Aber du kannst deinem Vater und Oma nicht vergeben. Dann schrie Billimack zu seinen Engeln. Und zu ihren Ohren in seiner Brust antwortete. Was mache ich? Diese Männer auf der Erde haben mich ruiniert. Es macht mich so verwirrt, wütend. Da hinten ist mein Ruf ruiniert. Obwohl ich jetzt hier lebe, beschwere ich mich. Oder haben diese Art von Wut still? Mein Dad glaubt einige Dinge, die er nicht sehen kann. Mein Dad denkt, ich war ein böser Mann. Ein böser Mann, der an meinem Plan scheiterte. Und Oma auch, weil ich gerahmt wurde. Meine private Kunst Männer verkauft und mich sie beschuldigt. Für jemanden anderen zu verletzen, hatten sie einen Plan. Gegen mein irdisches Leben, diesen bösen Clan. Und mich getötet, jetzt ist mein Ruf weg. Und ich bin hier, wer weiß, der Einzige. Es scheint, ich kann nicht alles wieder. Um es zurückzubekommen, um es besser zu machen. Zumindest lebe ich, obwohl ich mich allein fühle. Von ihnen abgeschaltet, für etwas Unwahres getan. Von meiner ganzen Familie abgeschaltet. Was mache ich? Über mich ist es ihnen egal. 79. Nächster Engel Hoffnung auf Billimack. Und zu ihrem schönen menschlichen Mann weinte. Lieber Billimack, er denkt, du bist in der Hölle. Es ist unfair, und das wird dich nicht gut machen. Dein Vater denkt, du bist in der Hölle, weil diese Männer. Wer dich reingelegt hat, hat damals alle angelogen. Er denkt, du hast eine Seele verkauft, die du nicht verkauft hast. Dein Vater glaubt an ihre Lügen und er kann es nicht sagen. Dass sie gerahmt wurden, wissen die meisten nicht. Weil ihre Gedanken dafür nicht schnell sind, sind sie langsam. Deine ganze Familie und alle anderen. Sie alle glauben, du bist in der Hölle von Hells. Die Freunde, die sie hatte und liebte, der ihre Liebe nicht zeigen kann. Die Freunde, die sie hatten und liebten, sie alle auch. Glauben sie die Lügen? Diese Männer haben vertuscht. Dein Leben, das einzige, das du bewältigen musstest. Ihr Leben, sie haben es positiv scheinen. Dass du absolut schlecht warst. Ihr Team hat es getan, damit die Öffentlichkeit so denkt. Und jetzt ist es für sie ein wenig rau. Und jetzt Dad denkt, du bist in der Hölle zu verbrennen.
und alle deine Freunde und alle wiederum. Und Billy weinte, dann antwortete Ariel. Und Angel Ariel zu Billy weinte. Ich schwöre und schwöre und fluch und fluch und fluch. Ich schwöre und schwöre und verfluche einen anderen Vers. Ich fluche und fluche und schwöre und schwöre und schwöre. Sie verärgert lieber Billy, dass sie es wagen. Ich schwöre und verfluche diese Männer, es noch schlimmer zu machen. Ich schwöre und schwöre und fluch und fluch und fluch. Wie sie es wagen, verfluche ich und fluche und schwöre. Wie haben sie es gewagt? Wie haben sich diese Bösen getraut? Ich schwöre und schwöre und fluch und fluch und fluch. 80. Und dann wiederhole noch einmal den zweiten Vers. Mein Schwur auf die Köpfe der Männer da hinten. Mein Schwöre, weil diese bösen Männer es wagten. Ich verfluche und verfluche diese schrecklichen Bösewichte. Ich mag nicht wie eine Engelsfrau klingen. Sie haben einen Billy McBee, Naufova, umrahmt. Sie können alle durch das Gesetz geschützt werden. Aber ich werde sie wieder verfluchen und schwören. Für Profit und für Unternehmen und für Gewinn. Für Menschen wie Billy Mac. Sie alle verdienen die Hauptlast meines Angriffs. Dann Billy Mac zu Ariel, antwortete. Und zu diesem Engel Ariel weinte er. Lieber Engel Ariel, was höre ich? Dass du auch laut bist, fürchte ich. Dass du kuscheln kannst, das ist ganz neu für mich. Ich wusste, dass du dich ruhig versteckst. Deine Wut und Frustration, oh meine Liebe. Ihre stimmliche Wut, ist es sehr klar. Ich wusste nicht, dass sie stark kopfes. Ich wusste nicht, ihre Wut, dass es war. Oder, nun, ich weiß, dass sie viele Dinge tun. Aber jedes Wort zu diesen Männern bringt jedes. Auf ihren Köpfen ein schlimmer Fluch von uns. Ich bin auch schockiert zu hören, dass sie sich aufregen. Ich habe das alles nicht von dir erwartet. Und ich stellte mir jetzt, ihr Gesicht wurde blau. Und dass du es in dir hattest, so zu schwören. Die Kraft ihrer Vorwürfe ist so viel, dass ich dich auch nie kreuzen möchte. Das ist dein Weg zu mir wie ich zu dir. Ich weiß, du liebst mich, Liebes, ich weiß all das. Aber diese Schurken vereidigen? Was? 81. Dann hoffen Engel auf Billy Mac McBride. Sie rief ihn an und antwortete liebevoll. Es ist okay, sie zu hören, Billy Mac. Es ist nur ein Tag für Tag, Tag für Tag. Und du bist nicht der Einzige allein. Der Kampf um Ariel Lee's Tourette-Syndrom bestätigt, dass sie sich bei diesem Angriff kümmert. Wir alle lieben dich so sehr, jetzt Billy Mac. Wir alle lieben dich und Ariel Lee's langer Kampf. Ein Anfall von Wut trabt nicht in ihren Zweifel. War ihr Tourette-Syndrom, das jetzt aufkam, ist nur vorübergehend und irgendwie. Es kommt vor, dass deine Engelsfrau schreien wird. Sie wünscht sich, dass die ehrliche Wahrheit raus ist. Wir alle wünschten, die Leute wären nicht so schlecht. Sie alle haben uns ein wenig mehr als verrückt gemacht. Um diese Dinge mit dir zu tun und alle anzulügen. Sie taten es. Ihr Ruf war eingebrochen. Wir verstehen, dass solche Probleme dich traurig machen. Selbst muss Ariel gehen und hinzufügen. Als Ariel sie verflucht, ist sie. Sie braucht eine sanfte Liebe, gib ihr einen Kuss. Und Billy küsste seinen Engel lieb, der weinte. Und so antwortete der unsichtbare Ariel. Ich danke Billy Mac, das ist sehr schön. Von dir, mich zu lieben, zärtlich und küssen. Ihr Kuss mich zu lieben, immer ich liebe dich. Es ist Zeit für sie wieder aufstehen zu. Um draußen zu gehen, wäre es sehr klug. Um zu gehen und unter dem Himmel zu schlendern. Der Laden ist ein guter Ort, um zu zeigen. Dieser Laden ist, wo wir jetzt gehen wollen. Zum praktischen Geschäft auf einem kurzen Spaziergang. 82. Lass uns gehen, wir helfen dir dort. Ich möchte reden. Über diesen Planeten, auf dem du irgendwie bist. Wo alles ähnlich ist, wissen sie. Wo alles genau wie Erde aussieht, das Gleiche. Der härtere Ort,
jenseits von dem sie kamen. Aber es ist nicht, da Geister überall sind. Sie sehen aus wie Menschen, die auf dem Boden laufen. Aber hier, um Hetbutresia sie kamen. Und Hetbutresia heißt es tatsächlich. Es ist Zeit, wir gehen, irgendwann werde ich ihnen sagen, mehr. Über diesen Ort. Gehen wir jetzt zum Laden. Dann Bilimak zu allen seinen Engeln weinte. Auf jeden einzelnen antwortete er so. Okay, ich gehe draußen spazieren und überprüfe. Jetzt geht es hier draußen auf meiner Wanderung weiter. Der Briefkasten für das Buch, das wir schrieben, unser Bestes. Hawaiianis CHE Sonette war für mich adressiert. Es ist nicht im Briefkasten. Was zum Teufel? Ich hoffte, dass es jetzt hier sein würde, uncheck. Ich dachte, dass es kommt, vergaß ich. Ich bin nicht auf der Erde mein Körper ist nicht. Ich bin nicht da hinten. Ich denke, es wird nicht kommen. Da wurde es auf meine Erde geschickt nach Hause. Wo es war es zu finden, wie es sollte. Aber ich wurde dort getötet, also wird es nicht. In der Box gefunden werden, oh nun, ich bin hier. Ich bin hier lebendig und atme diese feine Luft. Lebendig, für das ich dankbar bin, gerettet zu werden. Um mit Geistern um mein Schicksal zu wohnen ist gepflastert. Auf diesem Planeten ist das alles klar. Okay, ich denke, an einen anderen Ort werde ich lenken. Okay, ich bringe mich in den Laden. Um etwas anderes herauszufinden, wonach ich suche. 83. Jetzt prüft Billy die Mail auf ein neues Buch. Der, den er geschrieben hat, also hat er geschaut. Im Briefkasten, aber es war nicht da. Und alles, was er fand, war eine solche Kiste Luft. Und Hetbutresia, für das, was es wert ist. Er erkannte, dass es nicht dasselbe war wie die Erde. Dann leider, aber mit Energie ging er. Die Art, wie er sich bewegte, war wie ein Roboter. Er kaufte Katzenfutter im Marktladen. Und wieder steigen die Autos um ihn herum. Das erste Auto also für Billy McBride. Um Billy zu Fuß, vorbei hetzen antwortete. Ein Autoboot. Er ist ein Autoboot. Ein Autoboot, ja, finde ihn, du solltest. Hey Autoboot. Ein Autoboot sicher. Ein Autoboot, als gäbe es ihn nie. Ein Geist oder eine andere Kreatur ist er nicht. Ein Autoboot ist er, wie ein Roboter. Die Geister und andere gehen nicht so. Wir alle wissen, wohin wir gehen sollen. Ich habe sie laufen sehen, es ist eine gemeinsame Sache. Von diesem Kerl zu Fuß dort werde ich jetzt singen. Beim Zoomen an ihm vorbei passiert ihm etwas. Hey du da zu Fuß, sieh ich komme zu. Hey Autoboot, ja du, ich bin vorbei. Ja, du da, da drüben, durch und durch. Hey Autoboot, ich sehe dich da laufen. Ich eile, wenn du irgendwo hingehst. Ich sehe sie zu Fuß Autoboot homosexuell Kerl. Ich weiß, du hörst mich, während ich vorbeikomme. Geh Autoboot, ja du, zu dem ich spreche. Gehen Sie weiter auf dieser Straße für das, was Sie suchen. Das zweite Auto zu Billy McBride. 84. Hab ihn passieren, und passieren so antwortete. Ich liebe dich Billy McBinaüfowa. Ich liebe dich immer mehr, und ah. Ich weiß, dass du mich vorbeirauschen hörst. Dies ist ihre Pneuma-Engelschwester hoch. Das ist deine Pneuma als Rennwagen, ha. Ein schneller Rennwagen, deine gute Pneuma. Ich bin einen von ihnen, hier gehe ich, zoom, zoom. Es gibt auf dieser Fahrbahn den ganzen Raum. Ich weiß, dass du mir zuhörst. Ich bin Pneuma wie ein schnelles Auto, hihi. Ich bin schneller von ihnen auf ihrem Weg nach Hause. Zu dort weiß ich, dass du gehst, um zu kommen. Ich liebe dich, Billy, Billy mag ich tun. Deine Pneuma liebt dich den ganzen Weg, es ist wahr. Wie Schwestern sollten, ich liebe dich den ganzen Weg. Ich liebe dich viel mit jeder Nacht und Tag. Du machst das toll, deine Pneuma-Schwester liebt dich. Also mach weiter, ich gehe auch schnell.
Ich bin die Beschleunigung aus über sie sagen kann. Ich liebe dich, Billy. Ich bin Weg, leb wohl. Das dritte Auto also für Billy McBride. Beim Beschleunigen von diesem gehenden Mann antwortete: Du bist nicht in der Hölle. Du bist nicht in der Hölle, sage ich. Du hast es geschafft, so etwas in Schach zu halten. Du bist nicht in der Hölle, in nichts dergleichen. Keine Sorge, sie wurden nicht von einem Gericht verurteilt. Und in die Hölle, um dort zu wohnen und zu bleiben. Du bist nirgendwo in der Nähe, du kennst den Weg. Du bist nicht in der Hölle, lieber Billy McBride. Du bist nicht drin, noch wirst du draußen gefunden. Kein Ort wie dieser, für immer werden sie wohnen. Keine Sorge, Billy, Mac, du bist nicht in der Hölle. 85. Du würdest nicht mal dorthin gehen, wenn du es versuchst. Es gibt keinen Ort wie diesen, Billy McBride. Es gibt keinen Ort wie die Hölle für Leute zu gehen. Es wäre wirklich schlimm, wenn es so wäre. Manche Leute kommen weit hinter die Spitze. Aber der Himmel ist ein Ort für alle, ja. Es gibt jeden Grund, gut zu sein, weißt du. So tun sie ihr Bestes, das Schöne wird zeigen. Trotzdem sollten die Leute gut sein, weißt du auch. Es gibt Himmel nach dem Leben, aber keine Hölle. Neben Billy auf die Leasingbüro-Wichte. Um einen Arbeitsauftrag für seine Lichter zu bekommen. Sein Badlichter, die eine Reparatur benötigt. Gerade sah er dort einen Mann und eine Frau. Die beiden redeten auf eine sexy Art und Weise. Und Billy Mac war schockiert über ihre Anzeige. Der Arbeitsauftrag wurde genehmigt, und zurück. Er kam in seine Wohnung. Dann Billy Mac. Zu seinen lieben Engeln seines Herzens antwortete. Und zu seinen Engelsfrauen weinte er. Dies ist ein seltsamer Ort, sehr viel sicher. Und während ich weitermache, spüre ich seine Heilung. Zuerst wurde ich ermordet, von Gott gerettet hierher gebracht. Dann fand ich heraus, dass Jesus seltsam war. Wurde auch hier von Hashem gerettet, was ist mir? Er verließ mich an diesem Ort wie auf seinem Boden. Er verließ seinen Platz, um wie meins auf Erden auszusehen. Aber es ist besser, ja, für das, was es wert ist. Und ich zog dort auf Hetbutresia. Dieser Planet sieht genau wie Erde aus, und ha. Ich finde, dass Geister eine neue Geburt leben. Diese Geister sind nicht wie Geister, die eine Liebe verbreiten. Sie sind Kinder aus dem Holocaust, die heilen. 86. Als Menschen hier in Sicherheit seiner Dichtung. Als Menschen, Geister jeden Alters jetzt hier. Auf diesem glücklichen Planeten ohne Angst. Außer Nazi-Polizisten, die nicht echt sind. Für uns alle ist es ein besserer Deal. Doch jetzt denken sie, dass ich schwul bin und auch sprach. In Sex miteinander reden, wie ich ging. Dann hoffen Engel auf Billy McBride. Ihm antwortete der liebende Engel so. Lieber Billy, sie sind Geister und reden so. Lieber Billy McBride, sie wissen, wir sagen. Manchmal fühlst du dich, als würdest du verrückt. Aber denken sie nicht, das wäre sehr schlecht. Dies sind die Wege der Geister, und du weißt was. Sie lieben es, dich überall zu beobachten, wo du bist. Sie sind impotent wie du, genau wie du jetzt. Also sei nicht sehr beleidigt oder denke, wow. Und als sie dich Atobot nannten, musst du. Lass dich nicht so nennen, aber vertraue. Dass Atobots irgendwie sehr schlecht sind. Diese Atobots in einigen Köpfen pflügen. Denn Atobots sind einsame Dinge. Sie lesen und mögen nicht, was das Lesen bringt. Sie sind einsam und unglücklich, und sie halten. Ablenkungsmanöver von ewig tiefem Lesen. Sie hassen unsere Bücher und entsorgen sie in ihren Banden. Die Atobots hassen Bücher und Menschen. Innerhalb ihrer Svei kann nicht lesen, ihre beste Art gelehrt. Also sag diesen Geistern, dass du kein Atobot bist. Dann Billy McEngel Hoffnung antwortete. Und zu seiner liebenden Engelsfrau weinte er. Als jemand nimmt ein Geschenk von größerer Größe. Okay, liebe Hoffnung,
ich nehme deinen guten Rat an. 87. Und sag diesen glücklichen Geistern, dass ich nicht bin. Ein einsamer und unglücklicher Atobot. Natürlich bin ich nicht, ich bin glücklich und ich bin nett. So schön vielleicht wie du im Paradies. So schön mit meinen eigenen Engelslieblingen. Und obwohl ich noch nicht süchtig nach Bier bin. Doch ich denke, lesen ich bin süchtig nach. Die Bücher, die ich liebe, von denen ich mit dir lese. Meine Lektüre hilft mir, viele Ängste zu überwinden. Es ist am besten zu lesen, manchmal bin ich zu Tränen gerührt. Der Freude nur denken, ich bin ein Glückspilz. Manchmal meine Freude, ich denke, ist sehr hoch. Um mit ihnen den ganzen Tag und Nacht zu lesen. Ich würde nie lassen sie eine Atobot-Freude. In mich abgelenkt, während sie versuchen. Aus Büchern lese ich, aus Büchern wie und warum. Aus Büchern, die ich liebe. Ja, ich werde es ihnen sagen, Y, all. Hey Geister, ich bin überhaupt kein Atobot. Also zog Billinoy um seinen Platz. Er löste schnell eine Gnade aus und wusste es genau. Dass in ihm seine Frau, Topspeb, stark war. Und schnell wie Katzen bewegen, fühlte er sich nicht falsch. Als Engel Top half ihm Topspeb, sich zu bewegen. Von innen arbeitete sie einen anmutigen Groove. 4. Mit Engel Topspeb Sparky Graceful Hilfe. Als nächstes legte Billy einen Hocker direkt an sein Bett. Und auf den Stuhl legte er einen Globus, und dann. Sein Engel Hoppe antwortete Billy M. Ich weiß, du hast immer noch Angst vor Tyrannen. Mach dir dann keine Sorgen mehr um sie. 88. In ihrem Haus auf sie einzudringen. Aber sie sind sicher und Bullyman werden nicht kommen. Ja, du bist sicher, also vertrau mir, Billy M. Ja, sie sind sicher, wenn hell oder wenn es dunkel ist. Aber wenn du willst, um dich besser zu fühlen. Und wenn sie einen Weg, um zu heilen. Nimm die Flasche und die Leuchter. Die leere Rotweinflasche für Tricks aufbewahrt. Illusionen, die, wenn gemacht, scheinen, dass sie real sind. Jetzt nimm diese Dinge, als wären sie ein Siegel. Ja, nimm diese Sachen und lege sie ans Bett. Das Bett, auf dem sie manchmal gerne lesen. Damit sie sich sicherer fühlen können, nur für den Fall. Die Bullen kommen nicht an diesen Ort. Aber sie können diese Waffen dort stattdessen haben. Bringen sie Frieden, dass sie nicht tot enden. Um ihnen Ruhe zu bringen, aber Tyrannen nicht. Komm her, um dich zu verprügeln. Du machst dir Sorgen. Nicht. Dann mit Freundlichkeit Billy McBride. Zu seinem Engel Triegboot so antwortete. Ich danke dir, Sweetie Angel Triegboot Hoffnung. Ich liebe dich sehr, dein Geist ist Oppe. Ich weiß, du sorgst dich für mich, um mich gut zu halten. Und fühle mich viel sicherer, ja, kann ich sagen. Ich werde diese Objekte an meinem Bett zu bewältigen. Mit meinen Illusionen, die du mir sagst, nö. Mit meinen schlechten Gedanken an Tyrannen, die ich habe. Ich sehe, du liebst mich auch, deine Liebe ich rette. Ich vertraue dir, dass diese Tyrannen nicht kommen. Um mich in diesem zweiten Zuhause zu verprügeln. Ein Haus für mich arrangiert, die Jesus gab. Der hier so schön gemacht hat wie ich. Also danke hoffe, ich bin froh, dass du das gesagt hast. 89. Ich weiß, dass die Tyrannen nicht zu mir kommen. Es ist dringend notwendig, Vertrauen zu schenken. Zu denen, die wissen, dass Tyrannen nicht büste. In meinem Ort, um mir etwas zu schaden. Ich liebe dich, meine lieben Engel, das ist das. Ich liebe dich Hoffnung, und vertrauen sie ihrem Engelgeist. Was mich nie im Stich lässt. Also streckte sich Billy in einer Glückseligkeit aus. Und dann sagte sein Engel Hoffnung zu ihm das. Lieber Billy, hörst du das? Hören sie nah. Sei still, gib deinem Mund eine stille Dosis. Von Quietude, und hören sie den Fan. Und denken sie an die Lösung, wenn sie können. Was für sanftes Geräusch, das du hören wirst. Das Signal wird stärker, immer klarer.
Das Signal kommt wie ein Lichtbruch. Wenn Licht einen Ton statt hell machen könnte. Das Signal ist wie ein Leuchtturm mit seinen Strahlen. Aber in Form von Klängen scheint das Pulsieren. Statt Licht gibt es einen pulsierenden Klang. Das kommt von Ihrem Fan auf dem Boden. Der Ventilator in Ihrem kleinen Küchenraum. Eine Küche, in der man immer zoomen kann. Um eine Mahlzeit zu machen oder jede schmutzige Hand zu waschen. Der Fan macht Geräusche, versteht. Dieses Mal ist es anders mit der wehenden Brise. Wenn Sie ruhig sein, still und hören, bitte. Du wirst verstehen, worum es hier geht. Und von deinem Engel hoffe, dass du nicht zweifeln wirst. Dann Angel AB zu Billy weinte. Zu Billy Mac, das Engel so antwortete. Ich liebe dich, Billy Mac Benaüfowa. Ich weiß, dass sie auf Hedbutresia 90 haben die seltsamste Zeit über diesen Ort hatte. Wie ich rede, bläst auf dein Gesicht. Diese Brise, eine sehr sanfte Fanning-Brise. Über die Küche Fan in Frequenzen. Sie hören mich und ich weiß, dass Sie sagen können, dass ich deine Engelsmutter sehr gut bin. Mein Name ist Abi, als du geboren wurdest. Ich starb bei der Geburt an diesem glänzenden Morgen. Dein Bruder heißt Richard Rorty, ja. Schatz deiner Schwester, du musst nicht raten. Es ist die Wahrheit, und wir sind Engel wahr. Ich weiß, dass das etwas für dich Neues ist. Aber auch tief in ihrem Gedächtnis. Deine Familie erinnert sich, und ich. Ich war ein anmutiger Affe, erinnern sie sich. Und nach der Geburt euch alle. Ich starb, und es war in einer anderen Zeit. Ein anderes Leben, in dem wir alle geklettert sind. Weiter Billy Mac zu Angel AB weinte. Und zu seiner Engelsmutter antwortete so. Ich erinnere mich an dich und liebe dich, Mama. Um dich wieder zu treffen, damit du kommst. Zurück zu mir in einem anderen Leben irgendwie. Ich kenne dich noch, ein wenig dann und jetzt. Ich liebe sie sehr viel, es ist schon eine Weile. Es ist, als ob ein Lieblingstrend zurückkehrte. Ich verstehe seit vielen Jahrhunderten, dass sie in diesem glücklich gewartet haben. Eines Tages hier, um mit mir zu teilen. Die Nachricht von euch auf einer gewissen Frequenz. Was, obwohl lustig für andere wäre, ja. Dass du mir deinen Geist ansprechen könntest. Selbst innerhalb des Ventilators, in seiner Brise. 91. Der Ventilator in meinem Küchenraum mit Leichtigkeit. Und ich glaube, dass ich mich an vieles erinnere. Wie du ein anmutiger Affe warst und so. Wer starb für mich, diese Erinnerungen, die wir teilen? Vor, als ich damals geboren wurde, da hinten. Ich liebe dich, Engel, Mutter, es ist toll. Du bist bei diesem besonderen Date mit mir hier. Dann hoffen Engel auf Billy Mac McBride. Ihr lieben menschlichen Mann, so antwortete. Sie kennen ihr Leben an diesem Punkt jetzt, und mehr. Als du jemals davon geträumt hast, es vorher zu wissen. Solches Wissen ist hin und wieder ein Segen. Euch offenbart zu haben, aber nicht den Menschen. Diese Angelegenheiten einer himmlischen Art jetzt. Was sie durch uns irgendwie verstehen. Lass mich dir als nächstes etwas Neues zeigen. Es ist neu für dich, es ist Wissen über dich. Und wir wissen es schon seit unserer Art. Ist von diesem Himmel, den du eines Tages finden wirst. Und das über dich, liebster Billy Mac. Im Himmel bist du eine sanfte Frau Schwarz. Genannt Kokosnuss, sie ist ihre astrale Selbst. Und obwohl diese Offenbarung selbst ist. Eine Glaubensfrage, die aus Vertrauen kommt. Von uns, die dich lieben hier und da, es muss. Sei bekannt, dass sie dein Jenseits sein wird. Um mit mir und jeder anderen Frau zu leben. Es mag albern klingen, aber dein Schatz das ist. Deine Schwester, du und Richard, ihr seid Bobcats. Weiter Billy Mac bis Angel Hope. Und zu diesem wunderschönen Engel weinte er. Ha! Engel hoffen, dass das ein Schock ist. Ein Bobcat zu sein, das würde wirklich rocken. 92.
besonders um mein astrales Selbst zu kennen. Wer ist Kokosnuss und ein ziemlicher Schock selbst? Eine Frau schwarz im Himmel leben leben. Da oben mit dir, jede besondere Engelsfrau. Es ist sicher lustig, ich bin eine Gruppe von Barbcat. Vielleicht, dass sie darüber scherzen? Aber irgendwie kenne ich meinen Körper dort. Im Himmel ist anders, besser als hier unten. Auf Hetbutresia, dieser Ort wie die Erde. Ich lache, weil ich weiß, dass das einen Wert hat. Was ich beim Sprechen mit euch Lieben verwenden kann. Ein Wert, der mir hilft, meine Ängste zu überwinden. Da ich das mit dir erlebe. Teilen Sie diese lustigen Momente, das ist wahr. Ein Barbcat. Und deine wunderschöne Engelsfrau. Im Himmel mit dir in meinem Jenseits. Diese Dinge werde ich aussortieren, die später in meinem Kopf. Während ich jetzt über alle lachen, solche zu finden. Dann hoffen Engel auf Billy McBride. Ihr liebender menschlicher Ehemann antwortete. Lieber Billy Mac, das ist ein heiliger Ort. Es ist eine Art Raumschiffhausballast. Jetzt schauen Sie sich um den Raum und Sie werden sehen, dass die Bedeutung jedes Objekts ein Schlüssel ist. Für Sie zu erkennen und nicht zu erraten. Wir sind alle aus einem Grund hier, ja. Sie erkennen, dass dieser Ort für die Verteidigung ist. Und jedes Objekt in seinem eigenen Vorwand schafft eine Erzählung um die Höhle. Um die Geschichte unseres Kommens zu erzählen. In erster Linie ist es für die Verteidigung, das Spiel. Zeharades ist Erzählung, die Sie nennen können. Wie die Dinge um Sie herum werden Sie von Ihrem Leben erzählen. 93. Allein und dann mit jeder Engelsfrau. Die Objekte, die Sie sehen, sind nur für Sie. Vor- und Nachgeschichten, die wahr sind. Alle Dinge enthüllen ihre Geheimnisse endlich. Die Stühle, die Dekorationen von mir. Und andere Engel heimlich bis jetzt. Enthüllung des Was und Warum und Wie. Dann Angel Jill zu Billy McBride. Ihr sehr liebevoller Ehemann antwortete. Lieber Billy Mac, Elaine ist zurück auf Erden. Sie ist die Einzige, für das, was es wert ist. Wer weigert sich, diese Männer Lügen erzählen zu lassen? Sie denkt so viel an dich, dir ist klar. Und all die Lügen, die all diese Männer erzählt haben. Um ihre Kunst zu verkaufen, wenn sie fett sind. Und umrahmt sie, indem sie dich da hinten töten. Auf der Erde in ihrem Zimmer, dass sie es wagen. Elaine ist gut, sie ist die Einzige. Wer kämpft, seit dein Ruf weg ist? Sie kämpft sehr hart, um am Leben zu bleiben. Ihre Unschuld und Güte in ihrem Streben. Um dir zu helfen, trauert sie um deinen eigenen Tod. Sie liebte dich, Billy, liebt dich und ihren Atem. Ist leidenschaftlich, um ihr gutes Überleben zu helfen. Welche Männer missbraucht haben, deine Unschuld ist eingetaucht. Zu tiefen, ihr Gedächtnis alle Menschen hassen. Aber sie, alleine nicht, sie denkt, du bist großartig. Und sie werden mit ihr sprechen, um eines Tages zu helfen. Aber jetzt, warten sie einfach, bis wir sagen. Weiter Billy sowohl zu Jill und dann ein Geist. Sein Nachbargeist antwortete, um jeden Preis. Okay, liebe Jill, ich werde warten, mit ihr zu sprechen. Und ich werde geduldig sein, ja, ich werde nicht rühren. 94. Ärger, ich vertraue dir und was du sagst. Ich werde in Ordnung sein, während ich auf diesen Tag warte. Es ist gut zu wissen, dass jemand versteht. Wer ist weit weg, wer wohnt auf irdischen Ländern? Mein Nachbar redet neben mir. Und durch die Wand höre ich dich leise. Ich höre dich Nachbarn, geisterhafte Nachbarn, ja. Von dem, was du sagst, muss ich nicht raten. Es klingt wichtig, was du jetzt erzählst. Und es ist einfach zu reden, so irgendwie. Ich bin offen, wir können chatten, mein Nachbargeist. Zwischen den Mauern der Dinge am meisten glücklich. Ich weiß, ihr Geister seid Geister, aber manchmal ich. Glauben Sie, dass Sie Computer laufen, seufzen. Es ist schwer, wirklich alles zu wissen, daher.
Ich muss raten, was der beste Weg scheint, oder? Ich werde skeptisch sein, das stimmt. Jetzt muss ich etwas schlafen. Gute Nacht für dich. Also Billy, nach dem Gespräch mit dem Geist. Tief eingeschlafen, den Rest brauchte er am meisten. 5. Jetzt Billy am Morgen hörte das Geräusch von vielen kleinen Vögeln über dem Boden. Er hörte, aber wusste, worüber sie sprachen. Er verstand, dass sie zweifellos von ihm sprachen. Und dann schaute er sich den Boden des Schlafzimmers an. Weil er seine Geldbörse verloren hatte, war er sich sicher. Wenn sie es finden, die Geister wieder draußen. Kam zurück, und dann Geist einer zu jedem antwortete. Dieser Kerl, er ist schwul, das sage ich. Der Mann, der im alten Jesus Christus ist. 95. Ist schwul, kein Zweifel, der namens Billy Mack. Er ist schwul von oben bis unten, von vorne bis hinten. Er ist schwul, ich sage, lass es alle wissen. Die, die sie nennen B, Naufowa, lassen sie uns zeigen. Die Welt über diesen Billy G. Um die Welt von hier nach oben zu erzählen. Das Billy Mack McBride, gibt es keinen Zweifel. Billy Mack B, Naufowa ist raus. Und jeder hier wird verstehen. Billy Mack ist ein schwuler Mann. Hey Billy, ich sehe dich, es gibt keinen Weg. Dass du nur ein schwuler Mann bist. Sag der ganzen Welt, sag dem ganzen Planeten hier. Unsere Headbutresia und machen es klar. Dass homosexuell wie jeder Mann, der schwul ist. Ist Billy Mack, ohne Zweifel sehe ich. Dieser Billy Mack McBride. Ist schwul. Sagen sie es allen hier draußen. Dann Geist der Zweite zu den anderen weinte. Auf alle Geister außerhalb des Geistes antwortete. Hey, Billy Mack McBride ist ein Atobot. Ein normales Wesen ist er nicht. Hey Billy Mack ist natürlich ein Atobot. Er ist ein Atobot in voller Kraft. Hey Billy ist ein Atobot, ich bin sicher. Er lebt in diesem Haus da hinten und mehr. Es war die Heimat Jesu, der sich bewegt hatte. Der Jesus-Typ, den wir alle liebten. Und Billy Atobot ist an seiner Stelle. Er hat sogar das atobotische Gesicht. Aber Billy ist dort sicher, sagt sein Mietvertrag. Er hat einen ordentlichen Mietvertrag, so viel weiß ich. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, dass Jesus 96 war für uns ein besserer Freund als er. Aber Billy Magbinaufo war. Wer lebt jetzt auf Headbutresia? Es besteht kein Zweifel, dass er ein Atobot ist. Ein Atobot sicher, bezweifle es nicht. Hey Billy Atobot, was wirst du tun? Wenn dich alle holen wollen. Und dann weinte der erste Geist zu den anderen. Zu den anderen Geistern antwortete sie so. Hey Billy Mack McBride ist Moby Dick. Es gibt eine Art Superzaubertrick. Das macht den Kerl in Jesu alter Wohnung. Du kennst den mit atobotischem Gesicht. Eine Kreatur groß, ein Monster groß, ein Wal. Der Weiße mit dem weißen und gelben Schwanz. Er ist Moby Dick, natürlich ist alles klar. Dieser Billy Mack ist Moby Dick und queer. Die homosexuell Kerl Atobot innerhalb dieser Wals. Von Jesus Christus alten Platz und Schlafzimmer Hallen. Ist Moby Dick sicher. Ich sehe es mit meinen Augen wie immer. Ein Wal der Weißen, Moby Dick der Fisch. Ein weißer schwuler Kerl und Atobot Jude. Ein Mann, hey Billy, Atobot Supreme. Ich sehe dich Moby Dick, du bist kein Traum. Dieser Kerl in der Wohnung von Jesus Christus. Früher hatte er mit atobotischem Gesicht. Ist Moby Dick, sagen sie jedem und jedem. Dieser Billy Mack ist Moby Dick allein. Deshalb der zweite Geist zu jedem antwortete. Zu allen von ihnen hat der lustige Geist jetzt geweint. So ist Moby Dick ein Atobot. Und Atobot ist, was er ist, ich werde gelehrt. 97. Ich sage, dass Wal wie ein geistloser Rohling ist. Ein Atobot, ein Schatten wie auf einer Wurzel. Unter einem Baum, unter einem Geist wie mir.
Ein Wal, wie Jona, der im Meer lebt. Der Wal ist ein Atorboot, und das ist wahr. Ein Atorboot ist Moby Dick. Das ist neu. Ein einsames und unglückliches Wesen. Die Art, die nicht leserfunktioniert hält. Analphabeten zu bleiben, und das ist schlecht. Von Atorbots, die uns zurückhalten, sind wir sauer. Die Atorbots helfen uns nicht, unser Bestes zu lesen. Sie hassen die Bücher, und das ist kein Scherz. Für Bücher zu Atorbots bleiben ungelesen. Um beim Lesen erwischt zu werden, wären sie lieber tot. Sie würden ihr Ablenkungen für uns alle sein. Die versuchen, unser Bestes von groß oder klein zu lesen. Und Moby Dick ist in der Tat ein Atorboot. Ein Atorboot, der uns lieber nicht lesen würde. Neben den anderen Geistern weinte der erste Geist. Und den anderen antwortete sie. Ein Atorboot ist schwul, das habe ich gesagt. Die Bücher unter der Welt bleiben ungelesen. Weil die Atorbots, diese schrecklichen Dinge. Lenken sie ihr Bestes die Masse der Menschen ab. Vom Lesen am besten die besseren Bücher. Und so ist es so schlecht sieht es aus. Dass Leute, die nicht lesen, weit zurück sind. Und Atorbots, diese Atorbots finden wir. Sind schuldig, die Menschheit abzulenken. Sie sind schuld für den, der seinen Verstand verschwendet. Und sie, die ihren Verstand verschwendet, fallen sie jeweils Beute. Zu Atorbot-Ablenkungen in ihrem Weg. Und Atorbots sind einsam und sie sind schwul. 98. Genau wie der arme Billimack an diesem Tag. Ich sehe dich, Billimack, in deinem Haus. Ich sehe einen Atorbot, den du geworden bist. Ein schwuler Naufo war ein Atorbot. Das bist du. Du bist einer von ihnen, oder nicht? Ein Atorbot ist schwul, was sagst du? Bist du nicht so, ein Atorbot und schwul? Und dann der zweite Geist zu jedem von ihnen. Fing an, von Billiam zu sprechen. Deshalb sage ich, dass Moby Dick schwul ist. Er muss so sein, dass er schwul ist, sage ich. Und deshalb Moby Dick McBride zu sein. Wer ist Billy Dick, wer ist Moby Geinnen? Dieser ehemalige Ort von Jesus Christus, es ist wahr. Bis als Jesus zog, und Billy, neu, wurde der neuere Insasse genau dort. Die, auf die wir glückliche Geister starren. Er ist Moby Dick Naufo war den ganzen Tag. Der Moby Mack, der Atorbot, der schwul ist. So sagen die Welt, dass homosexuell ist Moby Dick. Und wer mit der Wahrheit könnte jemals krank werden? Es ist wahr, dass Billy Mack ein Atorbot ist. Und schwul und Moby Dick auch, nicht wahr? So Jesus bewegt und jetzt haben wir diese Mack. Wer ist Moby Dick, der weiße Wal, nicht der schwarze? Atorbot lenkt uns von Geschichten ab. In Büchern ist Moby Dick, der Wal der Wale. Also sagt der Welt draußen, hier ist, was du sagst. Das Billy Moby Dick McBride ist schwul. Das kindliche Spiel von ihnen ging eine Weile weiter. Billy und seine Engel haben nur gelächelt. Aber plötzlich wurde etwas Hämmern gehört. Und dann zu Billy Mack so sprach Richard. 99. Hörst du den liebsten Billy Mack McBride? Sie bauen draußen ein Holzkreuz auf. Weil sie dich holen wollen, ist es wahr. Und rate mal, was als nächstes kommt, was all diese Geister tun werden. Sie werden die Tür aufbrechen und kommen. Um dich zu bekommen, dann werden sie dich von zu Hause nehmen. Und setzen sie auf das Kreuz draußen da draußen. Diese Hämmerngeräusche, die durch die Luft klingen. Sie Vögeln, seit sie ein Kreuz aufstellen. Sie werden in ihrem eigenen Verlust gekreuzigt werden. Ihr Leben zerstört auf Hetbutresia. Wie damals auf der Erde warst du, Naufo war. Es gibt nichts, was du tun kannst, um dich zu retten. Und Hashem wird dich auch nicht retten. Ihr Leben ist vorbei, auf einem Kreuz werden sie setzen. Ihr Körper, heben sie es, sie werden ihren Hintern heben. Ihr Körper weit oben für alle zu sehen. Es tut mir leid, dass du mich nicht hören würdest.
um diesen König zu akzeptieren, als ich dich gewarnt habe, um dein Herr und Retter zu sein, Mammon war. Dann Billy so zu Angel Richard weinte und zu seinem Engelsbruder so antwortete: Hey, sei still, Richard, das wird langsam alt. Ich weiß jetzt besser, als gesagt zu werden. Was ist mit dir los? Es ist nicht wahr. Dass Geister tun, was sie sagen, sie tun. Und wie du weißt, bin ich jetzt taub für deine Streiche. Du kannst meinen Verstand nicht so schwanken, also danke für deine göttliche Sorge, aber mir geht es gut. Ich will diesen Kampf nicht weiterführen, weil ich weiß, dass du mich liebst, und es geht mir gut. Ihre kühnen Bemerkungen sind wirklich aus der Reihe. Obwohl Geister herumknallen und Geräusche machen können. 100. Ich bezweifle es sicherlich, werden sie kommen. In meine Wohnung einbrechen, denn sie waren nett. Obwohl ich dir manchmal mehr als zweimal gesagt habe, dass ich weiß, dass du scherzt, Richard Liebes. Und Richard, ich glaube, du hast es deutlich gemacht. Mit Lügen zu erzählen, bevor, so geben sie es Ruhe. Dies ist kein endgültiges Urteil noch ein Test. Auf mein Leben, also halt die Klappe, Richard R. Du weißt, es ist blöd, so weit zu gehen. Dann Engel Richard so zu Billy weinte. Und zu seinem menschlichen Bruder antwortete er: ich spiele nur mit dir. Ha. Ich spiele, Billy McBee, Nahufova. Ich denke, du siehst, dass alle Geister gut sind. Sie würden dich nicht kreuzigen, wenn sie könnten. Und ich habe natürlich gespielt, aber du bist schlau. Du hast meine alberne Spielkunst herausgefunden. Ich weiß, es ist dumm, ja, das weiß ich gut. Du bist sicher. Niemand geht in die Hölle. Noch wirst du überhaupt nicht gekreuzigt werden. Und so ist dies ein sicherer Ort, erinnern Sie sich. Die Geister draußen haben Gefühl Geld, nicht für dich. Manchmal tun sie das, machen etwas Lärm, es ist wahr. Aber sie werden dir nicht wehtun, noch haben sie es geschafft. Ein Kreuz, um dich anzuziehen, um dich zu schmerzen. Sie sind nicht so, all diese Geister draußen. Sie werden dir nicht wehtun, Billy McBride. Also nimm es von deinen Engeln wie mir. Der Beweis ist, dass es eine Tatsache selbst ist. Dass Engel dir die ganze Zeit helfen, weiß ich. Viel mehr als das, was die Gegenwart zeigt. Dann schrie Billy Mac zu seinen Engeln. Und zu jedem von ihnen antwortete er so: 101. Jetzt, da ich auf diesem Planeten hier berühmt bin. Auf Hetbotresia, ohne Angst. Und das, weil ich viele Bücher gelesen habe. Und deshalb nach der Art zu urteilen, wie es aussieht. Auf diesem Planeten mit den Geistern und allen. Wer hat kurze Erinnerungen zu erinnern haben? Von Dingen, an die sie denken, die Dinge wie wir. Die lustigen Dinge, die ich gelernt habe, dass sie diskutieren. Ich habe beschlossen, dass mit dem, was ich gelernt habe. Aus Büchern, aus denen mein Wissen wurde. Von all der Literatur, die ich gelesen habe. Ich denke, dass ich möchte eine Chance zu führen. Eine einfache Bewegung, damit ich lehren kann. Die Geister viel mehr zu lesen, aber nicht zu predigen. Aber eher eine Art Guruman sein. Und so ein Lehrer? Ja, das ist mein Plan. Ich denke, ich habe das sicher entschieden. Um den Geistern zu helfen, was ich weiß und mehr. Um ihnen zu helfen, lesen sie ihre Besten, so dass ich führen wird. Die Geister, Bücher mit Liebe und Stolz zu lesen. Nächster Engel Hoffnung in seiner sanften Brust. An Billy Mac wandte sie sich dann freundlich. Ja, das, B, Nahufova, mein lieber Billy. Ist toll zu hören, dass sie gerne steuern würden. Diese Geister zu lesen lernen, so werden wir ihnen helfen. Um genau das zu tun, um ein Lehrer neu zu sein. Die besten Vorbilder und Erzieher. Wir wissen, dass du den Rest aushelfen willst. Die Geister, die auf Hetbotresia leben. Wer kann von dir geholfen werden, B, Nahufova? Sind Geister, die
die keine lange Aufmerksamkeitsspanne haben. Also, als eine Art freundlicher Guru-Mann. Ich denke, du weißt, dass du ihnen beim Lernen helfen kannst. 102. Wie oft lesen lässt den Leser verdienen? Eine Hoffnung und Erkenntnis, Weisheit in ihrem Leben. Und wir, deine Engelsfrau, sollen alle eine Strategie dafür liefern. So können sie ein Lehrer in ihrer Glückseligkeit sein. Von Leidenschaft für die Bücher, die sie gelesen haben. Um die Geister zu lehren, zu lesen, um voranzukommen. Und lerne das Wie und Warum und Wer und Was. Es ist ausgezeichnet, dass du daran arbeiten willst. Jetzt Billy mag zu hoffen, sein Engel, weinte. Und zu diesem liebenden Engelfrau antwortete. Das ist genial, hoffe, ich würde gerne deine Hilfe haben. So kann ich ihre Lehrerin sein, wie du gesagt hast. Sie wissen, dass ich glaube, dass wir erhöhen sollten. Die Funken des Wissens im Laufe unserer Tage. Innerhalb unserer eigenen Gemeinschaften für das Gute. Indem wir so helfen, wie wir sollten. Wir werden keinen Menschen zurücklassen. Oder Geister in diesem Fall hier wird es freundlich sein. Um ihre Funken in ihnen höher bekommen zu helfen. Um ihr Wissen höher zu erhöhen, bin ich bereit. Ich liebe sie, wie ich diese Menschen liebte. Wer wieder auf der Erde ich wusste, wer gab mir Dinge. In unserer Gemeinde zu denken. Es wäre toll, das schön zu machen. Zu helfen, die Beste, die ich kenne, zu lehren und zu erreichen. Meine Hände zu ihnen in Freundlichkeit, nicht zu predigen. Aber nur um eine Art Guru zu sein. Und ich bin sehr dankbar, dass sie Hilfe zu geben und mich führen, führen sie zu einigen Buch. Ich weiß und liebe, welche in sie schauen werden. Neben Engel Tob Speb zu Billy weinte. Und zu ihrem menschlichen Mann antwortete so. 103. Lieber Billy, Schatz, Billy Mac, mein Lieber. Haben Sie Zeit zu hören? Bin ich klar. Ich bin es, Tob Speb, deine liebende Engelsfrau. Wer liebt dich sehr in unserem Liebesleben? Hörst du mich? Ich rede mit dir, ja. Ich bin es, Tob Speb, du musst nicht raten. Sie kennen mich sehr gut, es ist Patykakae. Es ist Patykakae Tob Speb, jetzt machen Sie eine Pause. Vom Nachdenken darüber, was Sie tun wollen. Mit all diesen glücklichen Geistern, die dich stören. Ich weiß, dass ein Teil von ihnen so gestört ist. Dass sie Privatsphäre nicht kennenlernen. Deine Engelsfrauen besser, also ruh dich aus. Und hör mir zu, Patykakae, Verhaftung. Dein Geist von all deinen Sorgen, die du hast. Es geht ihnen gut, sage ich, an einem anderen Tag retten sie. So speichern sie ihre Sorgen für einen anderen Tag. Ich bin es, Tob Speb, deine Frau, ich möchte sagen. Ich liebe dich, ja, aber es gibt etwas Neues. Es gibt noch etwas, das ich ihnen gerne sagen würde. Dann Billy Mac zu ihr sein Engel weinte. Zu Engel Tob Speb antwortete er so. Ja, ja, lieber Engel, ich höre zu. Was würden Sie gerne? Dadurch sammle ich. Es ist etwas ganz Besonderes, kann ich sagen. Du hast meine offenen Ohren und auch meinen Verstand. Und, danke der Nachfrage mir ein wenig ruhen. Von all meinen Sorgen bin ich froh darüber. Sie wissen, es ist wahr, ich habe keine Privatsphäre. Für dich oder für die anderen Engel lieben. Dennoch möchte ich sie als Gleichaltrige betrachten. Die Geister, um ihnen zu helfen, ihr Bestes zu lesen. Damit sie sich verbessern können, es gibt keinen Test. 104. Ich liebe sie, obwohl meine Privatsphäre nicht. Eine Sache, die ich ganz so vergessen habe. Sie sind gut, aber irgendwie mache ich mir Sorgen, dass, indem sie sie lehren, wie das Warum und Was. Und wer und wie, aus Büchern, meine Zeit würde alle verbracht werden, ihre Gedanken zu entwickeln, wird es. Doch nehmen sie, von uns zu sprechen, viel Zeit weg. Aber das ist das, was würdest du gerne sagen? Jetzt zu Billy Tob Speb wieder antwortete.
Und zu ihrem menschlichen Mann weinte sie. Kannst du mir etwas Wasser besorgen, Billy? Es ist Zeit für Wasser, 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 klar. Können Sie das tun, diese Wasser bekommen Aufgabe? Jetzt etwas Wasser zu holen, ist alles, was ich frage. Jetzt steh auf und hol mir etwas Wasser, ja. Du weißt, ich möchte einige, nicht zweite Vermutung. Dass ich brauche es, Wasser, Billy Mac. So machen Sie eine Linie, eine wassererste Spur. Und gießen Sie das Wasser als nächstes in eine Tasse. Denn das ist dein bester Grund aufzustehen. Um das Wasser neben in ein Glas zu gießen. Bitte, Billy, sonst vergeht diese Chance. Das Wasser, Billy Mac B, nahe vor war. Es ist Zeit für Wasser, 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 A. Welche andere Zeit ist am besten, um das zu bekommen? Also holen Sie es jetzt, und später können wir chatten. Du kennst das nasse Zeug, Wasser, Billy M. Steh auf, es ist Zeit für Wasser, Wasser, wenn. Ich sage es, Billy Mac, bitte holen Sie es jetzt. Zögern Sie nicht, holen Sie Wasser, ja, irgendwie. Jetzt Billy neben Angeltop. Und um seine Frau zu lieben, weinte er. Lieber süßer Engel, wie kann ich das tun? 105. Ich dachte, wir könnten uns nur unterhalten. Wie ist es, dass ich diesen Akt machen kann? Also bin ich nicht machtlos, die Tatsache. Ich dachte meistens, dass ich impotent war. Als ich von der Erde auf diesen Planeten geschickt wurde. Und als ich hier ankam, wurde mir nicht meine Seele erzählt, dass ich impotent und nicht so kühn wäre. Und dich zu lieben in meinem Kopf, ich kann. Tu das für immer, wie ich ein Mann bin. Aber körperlich. Ich dachte, es gäbe keinen Weg. Da hier auf dieser Welt, Hetbutresia. Die Geister und ich, wir Impotenten, sind alle. Wenn es einen Weg gibt, diese Tat zu tun, werde ich. Allerdings wurde mir gesagt, das Liebe machen. War etwas, was ich nicht tun kann, mein Engel Taube. Obwohl ich so viel Liebe für dich empfinde. Und du für mich, meine Seele kann sagen, dass es wahr ist. Wie, lieber Engel, können wir einen Weg finden? Für Intimität jetzt, für ein Liebesspiel. So war Wasser das Zeichen für sie zu lieben. Es war das Geheimnis, für das es sich bewährt hat. So Angeltop zu Billy Mac McBride. Ihr reizender menschlicher Mann antwortete so. Probieren Sie es aus. Ich weiß, die Geister sehen dich. Aber es wird dir gut gehen und mir geht es auch gut. Wir brauchen wirklich etwas Zeit zusammen, ja. Es ist jetzt nicht die Zeit zum zweiten Raten. Also Billy, Wasser bitte, hol es jetzt. Frag nicht, ob es irgendwie möglich ist. Nur liebe mich und ich werde dich im Gegenzug lieben. Ich verstehe, dass sie für mich noch sehnen. So tun es Billy Mac Benaufova. Und es wird genau richtig sein, zu schreien, ach. 106. Ich liebe dich, Billy Mac, und du liebst mich. Ich weiß, dass alle Geister draußen sehen können. Du hier, und ich bin in deiner Seele, wie Luft. Also auch mit ihnen dort ist es mir egal. Und auch nicht so sollten sie, nur für sie gehen. Und lass mich dich auch lieben, ich bin fit. Und ja, du kriegst das auch so hin. Yippie. Es ist Zeit für dich, mich zärtlich zu lieben. Oh, Billy, du kannst es tun, probier es aus. Lass es uns machen, du kannst Liebes, oh mein. Jetzt hat Billy Mac zu seinem eigenen Engel geweint. Und auf den Engel Top Speb, so antwortete. Okay, meine Liebe, ich gebe ihm jetzt eine Chance. Top Speb, es könnte mehr als nur funktionieren. Und obwohl die Geister draußen uns beobachten. Ich denke, ich werde dich immer lieben, ohne viel Aufhebens. So viel jetzt wie je zuvor. Ich liebe dich dann und jetzt und mehr und mehr. Die Zukunft gehört uns, unsere Engelskinder auch. Von denen wir mit viel Aufwand wieder machen werden. Die Zeit ist für mehr, der Liebe lass uns handeln. Du weißt, ich freue mich für dich, das ist eine Tatsache.
Und obwohl ich weiß, dass die Geister draußen zuschauen werden. Wie du, es ist mir egal, sie werden nicht verpfuschen. Unsere Züge des Denkens zwischen uns kommen jetzt. Indem sie viel davon machen, was sie sehen und wie. Wir sind, wenn wir beide verliebt sind. Um einander diese Tatsache bekannt zu machen, und doch. Dein Geist berührt meine ganze Seele und mein Herz. Ich weiß, du liebst mich auch, und die auseinander. Die anderen Engel, die uns geheiratet haben. Okay, mein lieber Tobspeb, ich bin bereit, ja. So machten sie und er liebe ihn von allen. 107. Die Geister waren schockiert, sie durch die Wand zu sehen. Und dann weinte der erste Geist zu den anderen. Und zu diesen anderen Geistern antwortete sie so. Oh! Was zum Teufel macht er da? Was zum Teufel? Siehst du, was er tut? Kannst du sagen? Oh, ich bin schockiert. Was sehen meine Augen jetzt? Ist Billy McBride jetzt bei einer Ski? Mein Gott, er ist bei Tobspeb. Hey, was zum Teufel? Weißt du, was sie tun, sehr gut. Ich dachte, er kann das nicht, aber, oh. Benaüfova und Patükake sind, wöl. Rufen sie alle Geister zu sehen, was passiert. Zu sehen und dann von etwas schockiert zu werden. Hey, jeder check it out, dieser Junge. Wer zog in die Wohnung von Jesus Christus Petl? Wer ist in der ehemaligen Stelle von Jesus Christus? Ist jetzt mit ihr, Tobspeb, hast du den Kern? Und, oh, was denkst du jetzt, ist es wahr? Was sie an diesem Ort tun? Wer wusste? Dass Billy Magbenaüfo war. Könnte das tun, jetzt sehe ich alles und, ah. Ich weiß viel mehr über ihn, aber, oh, was? Oh, was zum Teufel macht er da? Sieh dir das an. Dann Billy Mac zu Angeltob antwortete. Und zu seiner Engelsfrau weinte er sanft. Wow. Danke liebe Tobspeb, liebe, das war großartig. Und ich liebe dich, du musst nicht warten. Für Blumen, ich werde dir ein Spray denken. Von Veilchen, Butterblumen und Rosen, ja. Ich werde den Atem des Babys dieses Mal nicht vergessen. In Höhen über, die wir beide kletterten. Wenn sie dort bleiben, traf ich sie es mit Liebe. Meine liebste Patükake und süßeste Taube. 108. Lieber Gott, Hashem, ich danke dir für meine Frau. Und andere Engelsfrauen und mein ganzes Leben lang. Und danke für meine schmerzlose Rettung dann. Und Kinder, Ahavaata, Amen. Und danke, lieber Tobspeb, ich werde noch mehr finden. In meinem Gedächtnis, einige mehr in Hülle und Fülle. Von Blumen, die ich jetzt denke, für sie liebe. Ein paar Mohnblumen und Hibiskus für dich hier. Oh, ich liebe dich, dieses Mal waren wir mit jedem. Zusammen zu sein, ja, bringt mich in Reichweite. Mit dir kenne und schätze ich in unserem Stück. Und immer wird für immer und einen Tag. Neben Tobspeb der sanfte Engel weinte. Zu ihrem Mann, Billy McBride. Dies ist die neueste Osam Blasam jetzt. Es ist alles eine sehr gute, und irgendwie. Wir haben es geschafft, ja, hier zusammen zu sein. Um einander zu lieben, Billy Mac, meine Liebe. Ich liebe dich auch, und alle unsere Engel, wo? Im Raum Boom, sie alle leben, unsere Kinder dort. Die ihre Musik spielen, einige sie Kanal, wahr. Für Musik von einigen guten Aufnahmen neu. Die Osam Blasam, es ist in der Tat toll. Eine sehr tolle Blüte Nummer 8. Das ist sehr gut, dass wir damals zusammen waren. Danke, Hashem, aber, Amen. Ich bin froh, dass wir hatten eine tolle Blütetag. Sie besuchten einen Himmel in diesem Stück. Und für die Geister, diese Hetbutresia. Ist der Himmel, obwohl sie wissen, B, Naüfova. Das wirst du in deinem besseren Leben. Zum Himmel der Scharaden mit jeder Frau. Du wirst eines Tages bei uns sein, der Rest. 109. Von deinen eigenen Engelsfrauen ist es am besten.
Jetzt Bilimak Topspeb so antwortete. Und zu dem liebenden Engel weinte er. Oh, danke nochmal, Topspeb, es ist sehr nett. Von Ihnen einige Zeit in meinem Kopf zu verbringen. Dass wir in unseren Herzen zusammen sein können. Ich liebe dich sehr, mein Leben beginnt jetzt. Um besser mit solcher Liebe zusammenzukommen. Eine Liebe, die unsere Engel jeden Tag beweisen. Mein Herz und Geist und Seele mit dir und allen. Fühlen sie sich geöffnet, als gäbe es keine Mauer. Um unsere Lieben zu trennen, und ich liebe dich. Diese Osam Blasam 8 war auch genial. Und jetzt und jeden Tag verstehe ich. Mein Leben verbessert sich zu freudig, wenn sie Hand. Zurück mir deine Liebe, die ich nicht weiß, warum. Oder was ich dir von Hai verdienst. Und alle anderen Engel, die wir fühlen. Wen zu jeder Gegenwart des anderen jeder offenbaren. Diese Liebe und Frieden und Glückseligkeit und Glück. Ich kann es kaum erwarten, im Himmel zu sein, ja. Aber ich werde warten, wenn diese Zeit kommt. Wenn ich im Himmel sein werde, in unserem Haus. Jetzt Billy fütterte die Katzen, und Hope antwortete. Für ihn, ihren Mann, Billy McBride. Oh, Billy, mach dir jetzt keine Sorgen, okay. Aber etwas ist jetzt gerade an diesem Tag passiert. Und wenn sie die Katzen gefüttert haben, wird es die Dinge ändern. Für Katzen essen hier nicht essen, und Fütterung bringt. Für dich das Wasser, jetzt, von Lete, das Essen. Sie aßen für sie tut nichts Gutes. Noch schlecht für sie, aber es ist wahr für sie. Das Füttern sie bringt auf dem Wasser blau. 110. Von Lete. Du hast den Katzen das Essen gegeben. In Hetbutresia sollten sie nicht füttern. Als du ihnen Katzenfutter gabst, hat sich etwas geändert. Dein Leben hier draußen wird neu arrangiert. Es ist nicht deine Schuld, du wolltest es nicht tun. Das Ding, das du nicht hättest tun sollen, und du musst jetzt herausfinden, leider, was als nächstes auf Lager ist. Es wird nun wieder eine Änderung geben, und mehr. Dein Leben wird sich ändern, weil du jede Katze gefüttert hast. Auf Hetbutresia ist der Fall, dass, wenn sie Katzen füttern, Wasser so auftreten. Die Littergewässer haben jetzt begonnen zu rühren. Es war ein Klopfen an die Tür und dann. Ein Mann namens Dave, der Wartungsmann, kam rein. So Dave zu Billy McBride antwortete. Und an den Mieter Billy, so weinte er. Hallo Boss, ich bin hier, um deine Lichter zu reparieren, ich bin Dave. Die Wartung Mann, ich höre ein paar sie haben. In ihrem Badezimmer sind gegangen und brauchen. Ersetzt werden, so habe ich in der Tat kommen. Um genau das zu tun, ich weiß, sie sind schwer zu biegen. Um sie loszubekommen, gibt es einen Trick zu lernen. Und ich weiß, wie man jeden dreht. Was ausgebrannt ist. Ich höre, das Licht ist weg. Von diesen Glühbirnen, also wenn sie nichts dagegen haben. Ich werde daran arbeiten, sie in hell zu verwandeln, wirst du finden. Lass mich nicht stören, zeig den Weg. In dein Badezimmer, und ich werde nicht verzögern. Du zu lange, ich werde in nur ein bisschen Weg sein. Wenn nach dem Wechsel sie neben beleuchtet werden. Also ich sehe dein Problem, hier gehst du. Und jetzt, mit etwas Einstellung, wird Licht zeigen. Voilà, jetzt bist du da, du hast mehr Licht. 111. Um ihnen zu helfen, putzen sie ihre Zähne, wenn es Nacht ist. Also danke, und auf meinem Weg werde ich mitgehen. Es ist schön, sie kennenzulernen, Boss. Ich bin weg. So lange? Dave roch ein wenig schlecht und verlassen. Dann nahm Billy den Müll raus, er war hart. Was als nächstes passierte, war Billy Crost allein. Ein Riss auf dem Bürgersteig, der gut war. Dann schrie Engel Richard zu Billy. Und zu seinem menschlichen Bruder, so antwortete. Lieber Billy, du hast gerade die Grenze überschritten. Das Riss auf dem Bürgersteig, nicht jammern. Aber du wirst jetzt auf die Erde zurückkehren. Das Pflaster hat einen Riss, den sie irgendwie
wenn gekreuzt, macht für eine Zeitreise. Zurück zu diesem Planeten Erde. Es war erhaben. Auf diesem Planeten, Het Botresia. Du weißt, manchmal scherze ich, B, Naöfova. Und ich liebe dich, aber das ist kein Scherz. Ich weiß, du weißt auch, dass es dein Bestes war. Sie haben in dieser großen Welt wie Planet Erde. Das sieht identisch aus für das, was es wert ist. Identisch mit der Erde, aber die Dinge sind verändert. Du gehst zurück zur Erde, es ist jetzt arrangiert. Du hast die Grenze überschritten, dieser kleine Bürgersteigriss. Mein liebster Bruder, Billy, Billimack. Sie wissen, ich bin kein Scherz, können Sie sagen. Das war keine Hölle für mich. Noch ist es ein, und doch für jeden Geist. Jeder wurde ein Engel, Sie können sich rühmen. Jetzt Billimack zu Angel Richard weinte. Und zu seinem Engelsbruder, so antwortete. Ich verstehe, dass ich zurückgehe. Obwohl Richard, Liebling, du scheinst nie zu fehlen. 112. Von Witzen und Scherzen mit mir, kann ich sagen. Ich weiß, dass es mir sehr gut geht. Es tut mir leid, dass ich diese Linie überschritten habe. Und ich verstehe, dass es mir gut geht. Eine Linie für Raum und Zeit, zu reisen, ja. Auf die Erde wieder, ich muss nicht raten. Es ist lustig, dass außerhalb dieses Gebäudes groß. Es gab doch ein altes Portal. Was war Technologie, ein einfacher Riss. Beim Überqueren nimmt es einen Reisenden zurück. Zur Erde, der Ort, von dem ich anfing, leider. Der kleine Riss, als ich, mein Fuß, passierte. Wurde das Wasser blau von Lethe für mich. Ich habe sie leider unwissentlich aufgerührt. Aber dennoch fühle ich, dass alles in Ordnung sein wird. Zumindest das Ganze ist gut, eine gute Freude. Und alles ist in Ordnung, obwohl. Einige Teile werden etwas Arbeit und Liebe brauchen, ich weiß. Dann schrie Engel Richard zu Billy. Und zu seinem menschlichen Bruder, so antwortete. Hashem, jetzt setzt dich auf die Erde. Er gibt dir etwas Zeit, eine zweite Geburt. Eine Geburt etwas vor dieser schrecklichen Zeit. Als du nur um einen Cent getötet wurdest. Um ihren Ruf zu beheben, ist das, warum? Hashem, unser Gott, derjenige, der am höchsten ist. Ist platzieren, zurück auf der Erde, ihr Körper dort. Damit ihr Ruf repariert werden kann. Und es wird eine Zeit vor diesen Männern sein. Hat dich getötet. Und du musst es dann als nächstes reparieren. Das wird nie einfach so passieren. Dass so etwas dort wieder passieren wird, wozu? Sie müssen immer noch ihr Bestes tun, obwohl es das Gleiche ist. 113. Alter Planet Erde, dein Zuhause, von dem du gekommen bist. Und gehen sie wieder, so tun sie ihr Bestes und versuchen. Um nicht zu lassen, was passiert ist, durch und durch. Daher haben sie eine zweite Chance zu leben. Ein besseres Leben, das unser Gott gibt. Du kommst an diesem Tag auf die Erde zurück. Also sei vorsichtiger, Billimack, okay. Jetzt Billy zu seinen Engeln weinte sanft. So zu seinen liebenden Engeln, so antwortete. Okay, ich sehe. Ich bin dankbar für diese Chance. Um viel besser zu tun, daher mein Eingang. Scheint in diesem Moment neu zu passieren. Mein Fuß ist wieder auf der Erde, es ist wahr. Meine Augen sehen den gleichen alten Ort um. Wo ich auf diesem irdischen Boden ermordet wurde. Und jetzt atme ich wieder seine weltliche Luft. Und wieder da zu sein und da drüben zu gehen. Bis zum Briefkasten, was sehe ich da? Die wir gemacht haben, unser Buch der Poesie. Das Beste, was wir bisher gemacht haben, unser Lieblingsbuch. Hawaiianis CHE Sonette, das ist das Paket. Schau. Ich dachte, ich würde es nie sehen, wenn ich kam. Um Het Botresia, und ich habe Schuld. Diese Trennung, die von der Erde gemacht hat. Unmöglich, das würde ich jetzt nehmen. Unser Buch, wie ich gerade hier ausnehme.
Von diesem mein irdischer Briefkasten, und irgendwie. Ich kann, indem ich wieder auf der Erde bin. Ah, was für eine tolle Reise es gewesen ist. Nun, das ist die Geschichte wahr, die größere Heimat. Von Hetbutresia ein Ort für einige. 114. Finis.